Ding, 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 elegant. Ding, ding, da, ding, ding, elegant. Ding, 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 elegant. Elegant. Bling, bling. Man werfe sich in Schale, damit der Kragen steht. Man zeigt sich, sieht und wird gesehen. Schaut's, die polierten Schuhe. Hände schütteln, Freindall spülen, ansonsten kommt man nicht zur Ruhe. Elegant. Bling, bling. Der Smoking sitzt, der Sekt ist eingekühlt. Elegant. Die Herren stehen an der Bar. Elegant. Alternativ gibt's auch Champagner. Elegant. Natürlich sind auch Damen da. Bling, bling. Es trifft das A aufs B der Prominenz. Elegant. Hört feiern nur die bissern Lads. Elegant. Die Kapitäne aus der Wirtschaftswelt. Elegant. Die Politik zeigt sich erfreut. Elegant. Elegant. Ach, geh mal runter, elegant. Geh mal außen, Haus, mir sind charmant, intrigant, wortgewandt, sakrosankt. So schaut's aus. Badu, 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 badu. Doch nicht allein zum Feiern ist man hier. Elegant. Geht's doch vor allem ums Geschäft. Elegant. Gesetze, Posten werden diskutiert. Elegant. Ja, so ein Auftrag wär nicht schlecht. Bling, bling. Der Alkohol erhöht die Dreistigkeit. Elegant. So ist das Letzte, was er denkt. Elegant. Allein mit Nüchtern und Bescheidenheit hat noch niemand einen Staat gelenkt. Elegant. Elegant. Ach, geh mal runter, elegant. Geh mal außen, Haus. Wir sind charmant, intrigant, wortgewandt, sakrosankt. So schaut's aus. Badu, 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 badu. Am nächsten Tag ist der Kater groß, nur Schmerz und Jammerei. Doch übermorgen ist's vorbei, es geht von vorne los. Elegant, elegant, ab geh mal unter, elegant, geh mal außen, Haus, mir sind charmant, intrigant, wortgewandt, sakrosankt, so schaut's aus. Badu, 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 elegant. Elegant. Geh mal runter, elegant. Geh mal außen, Haus. Wir sind charmant, intrigant, wortgewandt, sakrosankt. So schaut's aus. Badu, 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 elegant. Vielen Dank. Aus der Mottenkiste. Mhm. Der Sargnagel für den Mittelstand. Die Sargnagel für den Mittelstand wäre irgendwie cooler. Vermögensvernichtungssteuer. Hm. Das sind nur ein paar Schlagzeilen, ein paar Statements, ein paar Presseaussendungen aus den letzten Wochen. Immer wenn irgendwer in diesem Land sich traut zu sagen, hey, vielleicht nicht ganz so cool mit der Vermögensverteilung in diesem Land, dann kommt die Mottenkiste, der Sargnagel, die Vermögensvernichtung. Jedes einzelne Mal. Aber was ist da dran? Stimmt daran irgendetwas? Oder haben Sie diesen Unsinn frei erfunden? Was meint ihr? Willkommen beim Ö-Faktor, dem Unfassbaren. Wir schauen heute gemeinsam hinter den Bullshit-Vorhang und stellen die ganz großen Fragen, musikalisch begleitet von der großartigen Gesangskapelle Hermann. Applaus
Fangen wir gleich mit der wichtigsten Frage an, die interessiert euch sicher hier im Raum. Mich würde es auch interessieren. Wie wird man eigentlich reich in Österreich? Aha. Der Klicker funktioniert nur so halb, aber das werden wir schon hinkriegen. Also, wie wird man reich in Österreich? Da wird normalerweise dann dieses Märchen erzählt. Naja, durch Arbeit, oder? Leistung lohnt sich, wenn wir uns richtig anstrengen, wenn wir uns so richtig reinknien, wenn wir uns so total reinhauen, dann können wir was aufbauen. Und die, die viel geleistet haben, die haben halt auch mehr. So ist das halt. Das ist ja wohl gerechtfertigt. Wir hören das Land auf, Land ab. Ich habe euch da ein Video dazu mitgebracht. Leistung muss sich lohnen und arbeiten muss sich auszahlen. Also wenn es diesen Grundkompass nicht mehr gibt, dann kommen wirklich düstere Zeiten auf unser Land. Leistung muss sich lohnen, arbeiten muss sich auszahlen. Der Mann weiß, wovon er spricht. Er weiß es. Der Strafrichter auch. Meine Frage ist, weiß sie das auch? Zahlt sich ihre Leistung aus? Die kräut jeden Morgen um 5 Uhr früh aus dem Bett, damit sie uns um 6.30 Uhr den Supermarkt aufsperrt. Zahlt sich ihre Leistung aus? Da habe ich meine Zweifel. Aber mach mal zum Aufwärmen. Ein paar Rechnungen habe ich euch mitgebracht. Rechnen wir mal gemeinsam ein bisschen. Schauen wir, ob ihr noch munter seid an diesem langen Tag. Stellen wir uns vor, ihr habt 100 Euro, die ihr jeden Tag wegsparen könnt. Müsst ihr mir vorstellen. 100 Euro jeden Tag. Das sind 3.000 Euro im Monat. Meine Frage an euch. Wie lange müsst ihr sparen, damit ihr 1 Milliarde Euro gespart habt? Ohne Handy, ohne Taschenrechner. Probiert es so, was würdet ihr meinen? 100 Jahre, 1000 Jahre, wie lange sparen wir? Ich meine, 3000 Euro im Monat, das ist urviel. Was meint ihr? Wilde Schätzung, es ist keine mündliche Matura, es gibt keine falschen Antworten. Na gut, ihr traut sich noch nicht, vielleicht ein bisschen später. Die Antwort ist 30.000 Jahre lang. Ja? Ja, 30.000 Jahre lang, muss man sich mal vorstellen. 30.000 Jahre lang würdet ihr sparen. Aber jetzt sage ich euch eins, ihr kennt alle die Trendreichenlisten und so weiter. Sind wir uns ehrlich, 1 Milliarde, das haben unsere Superreichen in der Portokasse. 1 Milliarde ist ja nichts, ist ja lächerlich. Machen wir das vielleicht bei ein bisschen lebensnäherem Beispiel. Eins, das wir alle kennen, der hat erst jüngst seinen Reichtum auch bekommen. Nehmen wir den Sohn vom Didi Mateschitz. Ja, der hat ja im Sommer groß geerbt. Jetzt wissen wir nicht so genau, wie viel, weil über die Reichen wissen wir zu wenig. Aber irgendwas zwischen 35, also um die 35 Milliarden Euro werden es schon sein. Unter Kante der Schätzungen sind 25 Milliarden Euro. Okay, sind wir fair, sind wir nicht gierig. Wie lange sparen wir 100 Euro am Tag, damit wir 25 Milliarden Euro haben? Ohne Taschenrechner wieder? Was würdet ihr meinen? Oh gut, ich verrate euch, 700.000 Jahre lang. Ja, wir sparen 700.000 Jahre lang. Damit wir das ein bisschen in Relation setzen können, da hat der Mensch gerade entdeckt, wie man Feuer macht. Ja? Also wenn ihr seit damals jeden Tag einen Hunderter in Sparschwendel stopft, habt ihr heute so viel, wie der Marc Mateschitz im Sommer geerbt hat. Machen wir noch ein unrealistisches Beispiel. Kindergärtnerin. Die Kindergärtnerin, wie die Supermarktkassierin, greift jeden Tag auf. Geht in den Kindergarten, putzt 25 Rotznasen, wischt ein paar Hintern. Und die muss natürlich leben, ne? Die muss ja Wohnung zahlen und so weiter. Also die kann jetzt nicht 100 Euro am Tag sparen, sie verdient ja nur 1700 netto. Ja, das ist unrealistisch. Machen wir es also realistischer. Sagen wir, das ist so eine richtige Sparmaus. Die lebt total billig, die hat keine Kinder, kann also richtig was wegsparen. Die Eltern im Raum wissen das, ne? Ihr kennt den Witz alle. Ist die Tante wirklich reich oder hat sie nur keine Kinder? Ja, das ist ein Sickerwitz. Ich habe selber drei Sparschweine. Na gut. Gut, also die hat keine Kinder, kann nicht so richtig was wegsparen. Sagen wir 20%, das ist irre unrealistisch. Der Durchschnittsösterreicher spart nur 8%. Aber sagen wir, sie schafft wirklich jeden fünften Euro ins Sparschwein weg. Wie lange geht sie arbeiten, bis sie so viel hat, bis sie wie Marc Mateschitz gerade geerbt hat? Wenn wir 100 Euro am Tag sparen, müssen wir 700.000 Jahre sparen. Wenn wir aber realistisch sparen, 4,9 Millionen Jahre lang geht die Kindergärtnerin Kinderrotznasen wischen. Na gut, das heißt, was uns diese drei Rechnungen ein bisschen herholen, hoffe ich, gleich zum Beginn, zum Einstieg dieses heutigen Abends, ist, durch normale Arbeit wird man nicht so sagenhaft reich. Also die Idee, dass man sich mit Arbeit irgendwie reich arbeitet, die könnt's stanzen. Falls das irgendwer noch glaubt hat, tut mir leid, diese Illusion muss ich euch nehmen, das wird nicht funktionieren. Das wird vor allem deshalb nicht funktionieren, weil, ihr wisst es selber, die letzten paar Jahre war das Leben verdammt teuer. Und eure Löhne haben gar nicht so gut Schritt gehalten.
da haben wir jetzt ein Klickerproblem. Jesus. Das ist eine Grafik, die euch zeigt. Die grüne Linie seid ihr, das sind eure Löhne, plus 17% seit 2020, die Preise aber plus 24%. Und die Schere dazwischen, die ihr da seht, das ist das, was ihr so ein bisschen im Bauch spürt, wenn ihr aufs Konto schaut, wenn der 25. ist und das neue Gehalt ist noch nicht da. Also mit der Teuerungskrise, wissen wir, wird das nochmal schwieriger. Aber ich bin auch nicht hier, um euch nur zu frustrieren. Es gibt ja auch Leute, für die läuft es tippitoppi. Muss man ehrlich sagen, es gibt Leute, die richtig tippitoppi, das sind die Spitzenmanager im Land. Die haben es gar nicht so schlecht erwischt. Während wir da irgendwie unten herumgrundeln, haben die sich ein Gehaltsplus gegönnt in den letzten Jahren von 115%. Da geht sich dann schon ein bisschen was aus. Setzen wir es noch einmal in Relation. Wir Menschen sind relative Wesen, wir müssen es immer in irgendeinen Vergleich setzen, damit wir es gescheit erfassen können. Wenn wir davon ausgehen, hier im Raum sind eher so die Durchschnittsverdiener, wie viel man mehr verdient ein Spitzenmanager? Die 20 bestbezahlten Manager im Land, wie viel man mehr verdienen die als ein Durchschnittsverdiener? Was würdet ihr meinen? Ja, wenn der Durchschnitt 1 ist, was haben die Top 20 Manager im Land? Sind bis auf 1 übrigens immer Männer? 400 Mal so. Ganz so schlimm ist es nicht, aber das ist die Zahl für die globale Geschichte. Also weltweit gesehen verdienen Manager 400 Mal so viel wie ein Durchschnittsverdiener. Österreich ein bisschen besser, die Antwort ist 1 zu 75. Ja? Das heißt, die kriegen 75 mal so viel, setzen wir das wieder in Relation, die haben am 8. Jänner so viel verdient, wie, wofür ihr ein ganzes Jahr braucht. Dazu muss man aber auch sagen, da war ein Wochenende und ein Feiertag dazwischen. Gell? Also, es war eine kurze Woche, ganz eine kurze Woche. Dafür kriegen die im Jahr im Schnitt 2,7 Millionen Euro. Okay, also die Schere, die war schon mal besser. In den 70er Jahren war das 1 zu 24, in den 80ern dann 1 zu 36, jetzt sind wir bei 1 zu 75. Wir sehen also, die Schere geht ordentlich auseinander. Aber da reden wir immer noch über das Einkommen. Das ist, auch wenn wir es nicht ganz glauben können, eigentlich immer noch dieselbe Sportart. Der kräut jeden Tag in die Haken, wie wir in die Haken kräuen. Man könnte sich das vielleicht vorstellen, um es mit einem Fußballvergleich zu machen, so wie SV Kapfenberg und Real Madrid. Aber es ist dieselbe Sportart. Ist nicht schön zum Zuschauen, wenn die gegeneinander spielen, aber es ist dieselbe Sportart. Wie schaut es aber beim Vermögen aus? Wenn wir gesagt haben, beim Einkommen ist es 1 zu 75. Wie ist es bei uns mit dem Vermögen? Jetzt habt ihr alle ein Vermögen. Diese gute Nachricht habe ich euch mitgebracht. Ihr habt vielleicht ein Auto, ein bisschen was kugelt am Konto rum, vielleicht habt ihr ein Sparbuch. Vielleicht ist der Ring am Finger doch so viel wert, wie er gesagt hat. Wer weiß. Also ihr besitzt ein kleines, sind wir uns ehrlich, wahrscheinlich eher bescheidenes Vermögen. Wenn wir das Durchschnittsvermögen nehmen und uns überlegen, was ist das Vermögen der Top 20 reichsten Menschen, die wir in Österreich haben, was würdet ihr sagen, wie viel ist das? Wenn es beim Einkommen 1 zu 75 war, ist es beim Vermögen 1 zu 100? 1 zu 400, wie der Kollege geglaubt hat vorher? Ist es 1 zu 1000? Ja, mutig, sehr mutig. Ist noch wer mutiger? 1 zu 5000, okay, das wäre arg, oder? Schauen wir nach. Es dauert jetzt ein bisschen. Ja, ne? Ah ja, jetzt sind wir da. 1 zu 83.000. Das ist das Verhältnis, okay? Einkommen 1 zu 75, Vermögen 1 zu 83.000. Das heißt, ja, in, anders formuliert, beim Vermögen geht die Sache tausendmal ungerechter zu als beim Einkommen, ja, hier in Österreich. Das ist schon wirklich ziemlich irre. Und das sind natürlich Startnachteile, die holen wir nie wieder auf. Stellen wir uns ein Autorennen vor. Der erste fährt mit 83.000 Runden Vorsprung und mit dem schnelleren Auto. Das holen wir nicht mehr ein. Und wenn wir noch so brav arbeiten gehen, das wird sich nicht ausgehen. Und trotzdem, das finde ich spannend. Ihr habt jetzt die Zahl gerade gesehen. Und ich weiß genau, wenn wir morgen in die Haken gehen, wir ärgern uns nicht über den Eigentümer des Unternehmens, für das wir arbeiten und was der einsagt, sondern wir ärgern uns eigentlich darüber, dass der Abteilungsleiter ein bisschen sehr viel verdient. Dafür, dass er so wenig macht. Das heißt, bei den Gehältern spüren wir es. Die sehen wir jeden Tag. Die Kollegen, die Chefs, die mit uns in die Firma rein. Aber wir sehen nicht, wie es beim Vermögen ausschaut, weil die sind komischerweise irgendwie unsichtbar. Wie so ein scheues Reh. Wir treffen sie nicht einmal im Wald. Nirgends. Die verstecken sich irgendwie ganz gern. Und hier kommt schon die zweite Sache ins Rollen. Warum merkt man das nicht? Warum spüren wir das nicht? Weil viel dafür getan wird,
dass wir es gar nicht so mitkriegen, dass wir gar nicht so wütend werden, dass es uns gar nicht so aufregt. Ne? Da wird uns ordentlich Sand in die Ohren gestreut mit dem Märchen Nummer 2. So schlimm ist das ja wirklich gar nicht. Ne? So schlimm wird es, also kann man gar nicht sagen, nein, darüber brauchen wir gar nicht reden. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. Da werden Flyer produziert und Plakate, ihr könnt sich das regelmäßig anschauen, Wirtschaftskammerkampagnen, Industrienvereinigungsgeschichten. Eine habe ich euch mitgebracht, das ist eine Studie, haben sie gemacht, die heißt Armut, Reichtum und Umverteilung. Was hat die Industrielle Vereinigung herausgefunden? Schaut sich das an. Hier das Zitat. Für den Lebensstandard der breiten Masse ist das tatsächliche Einkommen jedenfalls wesentlich wichtiger als meist nicht liquide Vermögenswerte. Gut, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Vermögenswerte sind nicht liquid, sie sind nicht vorhanden, aber kann schon blöd zugehen. Ja? Stell dir vor, bist 83.000 Mal so reich wie dein Nachbar, dann wirst du beim Bilder die Wurstsemmel kaufen und dein Rembrandt wird als Zahlungsmittel nicht akzeptiert. Uncool. Ja? Und so Blödsinn geht halt durch. Ja? So Blödsinn geht halt durch, weil wir uns alle so schwer damit tun, uns vorzustellen oder herzuholen, wie arg konzentriert Vermögen in Österreich eigentlich ist. Ich habe euch da eine Landkarte mitgebracht, die das vielleicht noch mal ein bisschen illustriert. Das ist Österreich. Dem obersten Prozent gehört die Hälfte des Landes. Die österreichische Nationalbank schätzt, dem obersten Prozent gehören 50% des gesamten Vermögens, das in Österreich überhaupt existiert. So schaut das aus. Schauen wir noch ein bisschen ins Detail. Wie schaut das beim Top 5% aus? Das ist der rote Berg, den ihr da seht. Wir fangen an 2011. Und dann seht ihr hier, das geht schön nach oben beim Top 5% der Haushalte. Die haben es geschafft, in diesen 10 Jahren ihr Vermögen von 500 Milliarden Euro auf 1.000 Milliarden Euro zu verdoppeln. 1.000 Milliarden Euro sagt man gar nicht mehr, man sagt eine Billion. Das ist schon die nächste Kategorie. Und falls ihr euch wundert, was die grüne Nulllinie ganz unten ist, die nicht vom Fleck kommt, das sind die unteren 50% der Haushalte. Die teilen sich 4% des gesamten Vermögens, das wir in Österreich haben. Die unteren 50% haben 4% des gesamten Vermögens. So schaut das aus. Wir sind da durchaus im Spitzenfeld unterwegs. Österreich ist das Land mit der vierthöchsten Millionärsdichte. Hätte man gar nicht geglaubt, gell? Vor uns Niederlande, Belgien und irgendwie logisch die Schweiz. Okay. Aber bei der Verteilung von Vermögen geht es halt immer auch um die Verteilung von Macht. Das hängt untrennbar miteinander zusammen. Und da haben wir in Wirklichkeit uns von der Monarchie nicht so weit wegbewegt. Also ich meine, okay, wir vererben keine Adelstitel mehr, das stimmt. Aber alles andere reichen wir weiter in die nächste Generation. Und das Arge ist bei den Erbschaften, die sind sogar noch ungleicher verteilt als das Vermögen. Sogar noch ungleicher. 15 Milliarden Euro werden jedes Jahr vererbt. Das ist urviel Geld. Und in den nächsten Jahren wird das sogar auf 20 Milliarden Euro anwachsen. Was ist der Grund dafür? Naja, die Babyboomer kommen, wie sage ich das jetzt höflich, ins erblassende Alter. So kann man das, glaube ich, sagen. Und die Hälfte aller dieser Erbschaften, die Hälfte, geht an die obersten 10%. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist deshalb irre, weil die obersten 10% sind in dem Moment, wo sie die Erbschaft kriegen, ja schon in den obersten 10%. Die sind schon reich und kriegen dann noch eine Erbschaft. Die erben auch viel häufiger. Bei den obersten 10%, wenn du da 10 Leute hernimmst, 7 sagen, ja passt, aber Erbschaft kriegt. Wenn du die untersten 10% fragst, und wie schaut es bei euch aus, sagen da von 5 nur einer, ja, ein bisschen was hat mir die Oma gegeben. Das heißt, die erben viel häufiger und sie erben vor allem auch ganz andere Summen. Das ist die Erbschaft ganz unten, laut Nationalbank, ungefähr 40.000 Euro. Die Erbschaft ganz oben, fast 750.000 Euro. Das heißt, die erben eine Dreiviertelmillion. Und da kommt jetzt was Spannendes ins Spiel. Überlegt euch mal ganz kurz. Was würdet ihr tun, wenn ich euch, sagen wir, 30.000 Euro schenke? Habe ich unterm Kopfpolster gefunden, gebe ich euch rüber. Was macht ihr damit? Was machen normale Leute, wenn man ihnen 30.000 Euro in die Hand drückt? Ausgeben ist ein gutes Stichwort. Okay, aber wofür? Was machen wir mit 30.000 Euro? Was würdet ihr tun? Schulden zahlen, okay, da hat jemand einen Kredit, hoffentlich nicht variabel verzinst. Was noch? Ja, also unterschiedliche Ideen. Ne? Wir würden sie in irgendeiner Weise irgendwo hineinstecken. Ich kann nicht sagen, was ich machen würde. Ich würde meine Küche sanieren. Ich würde mir eine neue Küche kaufen. Meine hat schon 15 Jahre im Buckel, so eine neue Küche wäre irgendwie schön. Dann würde ich vielleicht noch einen wirklich schönen Urlaub machen.
Kinder habe ich auch, weg ist das Geld. Ja? Weg. Ja? So, was macht der eine 3/4 Million Euro geerbt hat? Der kauft sich keine Küche, der kauft sich eine Wohnung. Und zwar Cash. Er geht hin und sagt, habe ich mit. Ja? Während wir beim Bankberater, und wenn wir da irgendwie, und können wir was machen mit den Zinsen? Der so, na, habe ich schon mit, im Koffer. Ja? So. Der kauft sich Immobilien. Was macht er also damit? Idealerweise, ja? Er behält sein Vermögen. Er verkonsumiert es nicht. Und dann kommt noch was dazu, und das ist besonders toll, aus dem Vermögen selber holt er weiteres raus. Was macht er mit der Wohnung? Er hat ja schon eine. Er vermietet es. Das heißt, mit seiner Erbschaft kriegt er weitere Einnahmen. Gut, und jetzt spulen wir 50 Jahre vor, sind wir optimistisch, sagen wir, ich lebe noch 50 Jahre, dann komme ich ins erblassende Alter. Ja, und dann stelle ich mir so vor, bei meinem Grab stehen meine Kinder, die begraben nicht nur mich, die begraben die Küche mit mir. Die wollen sicher eine 50 Jahre alte Küche, wer will das bitte? Niemand. Ja, niemand. Was machen die Kinder bei den obersten 10%? Die stehen auch am Grab und denken sich, die Wohnung, die der damals gekauft hat, ist jetzt doppelt so viel wert. Und von den Mieteinnahmen hat er ordentlich was weggespart. Gehört auch mir. Das heißt, die erben mehr, als ihre eigenen Kinder, als ihre eigenen Eltern bekommen haben. Und machen daraus wieder mehr. Das ist die Logik bei der Erbschaft. Ja, idealerweise vermehrt man eine Erbschaft. Das kann man aber nur, wenn man so viel hat, dass man genug über hat, um sie überhaupt zu vermehren. Immobilien war ein richtig gutes Stichwort. Wie macht man das zum Beispiel? Indem man Immobilien anschafft und dann gibt es ja Leute, die in diesen Immobilien wohnen. Hier habe ich euch mitgebracht den österreichischen Mietmarkt. So schaut es aus am privaten Mietmarkt. Bei der Gesangskapelle ganz unten, da sitzt das ärmste Zehntel. Und ihr seht hier den grünen Berg bis zum Vierer, das ist das vierte Einkommensdezil, also ungefähr untere Mittelschicht, wohnen 100% der Leute eigentlich zur Miete. Ja, wo sonst? Sie haben ja keine Wohnung. Gut, dann kommen wir in die Mittelschicht, die ist dann ungefähr hier. 4 bis ungefähr 7, da spürt sie die Mittelschicht ab. Da sind vielleicht heute Abend ein paar hier. Da gab es schon eine kleine Erbschaft, dann war man brav arbeiten, dann hat man einen Kredit aufgenommen, den zahlt man dann 35 Jahre lang, hoffentlich nicht variabel verzinst, und hat dann hier ein Eigentum. Eine Wohnung, ein Haus, was immer. Aber das Besondere ist, man hat eine Wohnung, in der wohnt man selber. Ja? Okay, das sind die Wohnungen, wo die Menschen selber drin wohnen. Und hier unten, dieses kleine rosa Bergerlchen, das sind die reichsten 10%. Die haben nicht nur selber eine Wohnung, in der sie wohnen, sondern sie haben weitere Immobilien, die sie vermieten. Und jetzt kommt das, was jedes Monat passiert. Wir nehmen von den unteren 45% 250 Millionen Euro jedes Monat und schicken es darüber. 250 Millionen Euro zahlen die Mieterinnen den Vermietern am privaten Mietmarkt jedes Monat. Das ist die effektivste Umverteilungsmaschine, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da regnet das Geld quasi von unten nach oben. Und es wird jedes Jahr heftiger. Ich habe vorher schon über die Teuerungskrise gesprochen. Schaut mal her. Mieten sind angestiegen auf 73%. Die Löhne können da nicht mithalten. Das heißt, die Leute, die zur Miete wohnen, schnaufen ordentlich. Das könnt ihr mal glauben. Und da kommt normalerweise dann immer so ein Obergescheiter jetzt. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Da kommen dann so Obergescheiter und die sagen, okay. Du kannst dir die Miete nicht leisten. Passt. Dann checkt er halt Eigentum. Er zum Beispiel. Ja? Kannst du die Miete nicht leisten, kaufst du halt eine Wohnung. Ja? Mann, so schweißt es nicht. Da könnten wir jetzt fast gemeinsam singen. Ja? Schaut her, die nächste Grafik. Ja, womit denn, lieber Basti? Ja, womit denn, lieber Basti? Womit? Das ist der Anstieg der Immobilienpreise. Um 113% sind die nach oben gegangen, also noch mal mehr als die Mieten. Die Löhne hingegen nur um 42%. Das heißt, wenn keine Erbschaft im Rücken ist, wirst du dir kein Eigentum mehr leisten können. So einfach ist es. Gut, also wir sehen, reich werden in Österreich ist eigentlich keine Rocket Science. Hm? Ich habe euch jetzt noch was mitgebracht, was mich besonders gefreut hat. Man hat in Deutschland, aber die Zahlen kann man auf Österreich gut übertragen, richtig, richtig reiche Menschen gefragt, okay, Hand aufs Herz, wie bist du überhaupt reich geworden? Hm? Was hast du gemacht? Bankrott? Hm? Na, also sie haben sie gefragt, und haben Folgendes herausgefunden, die richtig, richtig reichen Menschen sagen, also warum ich reich bin, 23% der Reichen sagen, ich habe reich geheiratet. Bin ich sehr ehrlich? Kurzer Blick ins Publikum. Na, zum Teil haben da manche ihre Chance schon verpasst. Ja, nehmt euch das mit, Takeaway des Abends, wer noch am Markt ist, Augen auf bei der Partnerwahl.
Okay, dann gibt es natürlich Finanzgeschäfte, Immobilienbesitz. Ja, das glaube ich gern, dass man da reich wird. Unternehmertum hilft auch. Aber der aller wichtigste Grund, 7 von 10 sehr, sehr reichen Menschen sagen, ja, also so gesehen bin ich reich geboren worden. Ich habe geerbt. Das ist die häufigste Antwort, wenn man Leute fragt, wie sie eigentlich reich worden sind. Das heißt für uns, ja, als Learning des heutigen Abends, aha, Didi Mateschitz ist eher die Ausnahme, Marc Mateschitz ist eigentlich eher die Regel. So schaut's aus. Aber ich habe auch gelernt, man muss aufpassen, wenn man über den Marc Mateschitz spricht. So schnell kannst du gar nicht schauen, hast schon einen Shitstorm am Hals. Ist ja im Sommer auch passiert. Ich habe auch gelernt, so ein Sohn hat es auch schwer. Ja? Und wir normalen Leute, wir können das gar nicht nachvollziehen. Auf Twitter habe ich zum Beispiel gelesen, woher kommt diese irrsinnige Annahme, dass Erben für ihr Erbe nichts geleistet haben? Schließen wir mal den Vatermord aus. Er wurde dann auch gefragt, was meinst denn du genau? Und hat dann geantwortet, die Kinder von sehr reichen Eltern müssen zum Beispiel Abwesenheiten ertragen. Ihre Kinder, die Eltern sind ja so getrieben, also die sind oft nicht da. Ich meine, da ist das Kind von jedem Schichtarbeiter dankbar. Der hat ja seinen Papa rund um die Uhr. Okay, also ich bin sehr froh, dass sich Marc Mateschitz von dieser wirklich strapaziösen Kindheit erholen kann. Er ist da jetzt wirklich sehr stark am Erholen. Er hat ja zum Beispiel da so eine Privatinsel, habe ich gelesen. Ich informiere mich da in der Vermögensberichterstattung meines Vertrauens, der Bunten und der Gala. interessant habe ich gefunden, das habe ich sehr spannend gefunden. Also die Privatinsel beim tropischen Regenwald, okay, 12.000 Quadratmeter Villa. Finde ich fast bescheiden. Aber, finde ich auch sehr interessant, für längere Ausflüge steht Ihnen ein Privat-U-Boot zur Verfügung. Also, ich würde als superreicher Milliardär nach diesem Titan-Zwischenfall eher nicht in ein U-Boot steigen. Aber bitte, muss jeder selber wissen. Muss jeder Milliardär selber wissen. So. Aber mein Guilty Pleasure sind nicht nur Gala und Bunte und so. Ich lese auch wahnsinnig gern. Es ist ein sehr zeitintensives Hobby. Ich lese total gern Kolumnen gegen die Neiddebatte. Da braucht man irrsinnig viel Zeit, es erscheint beinahe täglich eine. Eine habe ich euch mitgebracht aus der Raiffeisen-Zeitung Kurier. Kennt man vielleicht. Märchen, das hier berichtet wird, ist, ihr seid ja nur neidig. Hier ist unser Kurier-Artikel. So, man redet den Bürgern ein, dass man nur den Reichen etwas wegnehmen müsse, um die Welt besser zu machen. Spitzenverdiener mit über 1 Million Jahreseinkommen zahlen bis zu 55% ihres Einkommens ans Finanzministerium. Lässt uns Martina Salomon vom Raiffeisen-Kurier wissen. Okay, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es wirklich gefernste Propaganda ist, weil ich müsste euch nochmal herholen, man zahlt nur 55% für jenen Teil des Einkommens, der die Millionenmarke übersteigt. Davor zahlen die keine 55%, die zahlen 0 am Anfang, dann 20, dann 30, dann 40, danach. So, das heißt, nur für einen kleinen Teil ihres Einkommens zählt überhaupt der Spitzensteuersatz. Aber das nur als Detail. Die zweite Frage, die ich habe, ist, ja, und wie viele Leute betrifft denn das überhaupt? Wer verdient denn über 1 Million Euro im Jahr, bitte? Es ist ja nicht jeder Agusenbauer. Ich meine, ist ja so, oder? Für die Jüngeren im Publikum, ich habe gesehen, heute sind ein paar da, das ist ein ehemaliger Bundeskanzler. Also, den meine ich. Der auch, aber das ist wieder ein anderer. Also, wir reden vom ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der ist auch ehemaliger Sozialdemokrat, wenn man so hört. Jetzt eher Kapitaldemokrat, glaube ich. Hat seinen eigenen Song erfunden. Der hört sich ungefähr so an. Völker hört die Signer. Also er ist ein großer Fan von diesem Laden. Aber okay, ich schweife ab. Zurück zur Raiffeisen-Zeitung, da wo wir eigentlich waren. Der perfide Schmäh, von dem ich vorher gerade gesprochen habe, ist, dass wir hier so tun, als würden wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber in Wirklichkeit vergleichen wir riesige Wassermelonen mit winzig kleinen Erbsen. Weil ganz ehrlich, ich meine, das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Du sagst was zum Thema Vermögens- und Erbschaftssteuern und sie kommen sofort mit, aber die Einkommensteuer ist so hoch. Ja, was hat das mit dem Vermögen zu tun? Nix, genau nichts. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn du dann sagst, ah, die Konzentration von Reichtum und Macht, die macht mir irgendwie Bauchweh, dann sagen die, ist ja nur eine Neiddebatte. Immer diese Neiddebatte. So schön kannst du gar nicht schauen, bist du in einer Neiddebatte. Das ist ja irre, andauernd Neiddebatte. Und jetzt, das ist mal ein wirklich wichtiger Punkt, weil Neid als Vorwurf ist so perfide. Das ist so perfide. Warum? Weil wir das alle miteinander im Kindesalter abtrainiert bekommen haben.
Also ich kann mich noch genau erinnern. Ich war keine 4 Jahre alt, meine Schwester kriegt die Puppe zum Geburtstag. Ich daneben, so ein Gesicht, grün. Und die Mama kommt schon, sei nicht so neidig. Und ihr alle habt irgend so eine Szene in eurer Kindheit auch erlebt, wo klar war, ihr seid neidig und irgendein Erwachsener sagt euch, du sei nicht neidig. Wir haben uns Neid echt abtrainiert. Aber das Gefühl selber, die Emotion ist ja trotzdem da, die geht ja nicht weg, nur weil wir gelernt haben, dass sie sozial unerwünscht ist. Die fühlen wir ja trotzdem. Und das wirkt bis heute bis ins Erwachsenenalter nach. Ich meine, macht's den Selbsttest. Wann seid ihr zum letzten Mal nach einem langen, harten Tag nach Hause gekommen? Ihr singt aufs Sofa, der Liebste reicht euch das Weinglas und ihr... Boah, jetzt war ich wieder neidig. Das machen wir nicht. Das machen wir doch nicht. Das machen wir doch nicht einmal vor uns selber. Wir sagen so Sachen wie, die sind irgendwie unsympathisch. Oder, auch Klassiker, der hält sich für was Besseres. Solche Sachen sagen wir. Aber wir sagen nicht, ma, heute war ich neidig. Gut, deshalb bin ich so ein bisschen die Verteidigerin des Neins, weil die Emotion ist trotzdem da. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wohin richten wir den Neid? Und wohin wollen andere, dass wir ihn richten? Kein Mensch sagt Neiddebatte, wenn wir irgendeinem Asylwerber die Sozialleistungen zupfen. Da gibt es keine Neiddebatte. Nach unten hin ist das keine Neiddebatte. Aber sobald du nach oben schaust und sagst, ihr habt schon ein bisschen sehr viel, Neiddebatte. Und dabei will dieser Neid ja eigentlich nur eine anständigere Gesellschaft. Eine, die so groteske Vermögensexzesse nicht zulässt, wie die wir uns heute am Beginn des Abends so ein bisschen gemeinsam ausgerechnet haben. Na gut, es gibt jetzt übrigens auch ein Update der Neiddebatte. Sie sind vielleicht selber schon fad worden, außerdem sind sie draufgekommen, es zieht nicht mehr so. Habe ich euch mitgebracht. Trotzdem gibt es in Ihrem Budget weiterhin keine Vermögens- oder Erbschaftssteuer, obwohl die Zahl der Millionäre in Österreich immer größer wird. Wäre es nicht sozialer, reiche Menschen mehr zu besteuern, als die Schulden für alle immer höher werden zu lassen? Das ist eine Phantomdiskussion, die eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer würde kein Budget sanieren, kein Budget dieser Welt sanieren. Aber jetzt nicht schon, oder? Naja, also nicht unbedingt. Das ist ein Ausmaß, das hier entscheidend ist. Völlig egal. Das Phantomgeld der Superreichen ist egal. Also Phantomdiskussionen, wohin man schaut und überhaupt... Er hat auch gleich das nächste Mädchen mitgebracht. Also reiche besteuern bringt ja einfach wirklich nichts. Also ist ja für die paar Cent. Warum überhaupt aufstehen? Ne? So. Das ist, finde ich, besonders lustig, weil es ein bisschen ausblendet, dass wir ja Erbschaften und Vermögen die längste Zeit eh besteuert haben. Also es ist ja nicht so, als würde man nicht wissen, dass da tatsächlich Geld zum Holen wäre. Österreich hat als einer der ersten Länder überhaupt weltweit Erbschaftssteuern eingeführt. Das war 1759. Schon Zeit los, hm? Das Hause Habsburg. Gut im Umgang mit Erben, nicht so gut im Umgang mit Serben. Ich war nicht sicher, ob er funktioniert. Habt ihr alle aufpasst im Geschichtsunterricht, sehr gut. Also wir sind eine klassische österreichische Volksgeschichte. Da haben wir endlich einmal was gefunden, das Monat für Monat, Jahr für Jahr echt schöne Einnahmen reinspült in die Kasse. So, was müssen wir, also logisch, was die einzig logische Reaktion von Österreich, abschaffen. Müssen wir sofort abschaffen. Fast 250 Jahre später ist die Erbschaftssteuer ausgelaufen. Der schon wieder. Hat sich damals in die Bild-Zeitung gesetzt mit dem schönen Slogan Steuern runter, macht Österreich munter. Gut, Bild-Zeitung hat sich sehr gefreut. Also die Erbschaftssteuern hat der auslaufen lassen, er hat sie nicht erneuert. Und Vermögenssteuern waren da schon längst Geschichte. Wir haben ja die Vermögenssteuern bereits Anfang der 90er Jahre abgeschafft. Und das ist besonders bitter für mich, weil ich diskutiere das oft im Fernsehen und dann kommen andauernd irgendwelche Gegner von Verteilungsgerechtigkeit und richten mir aus, na hören Sie, ein roter Finanzminister, Ferdinand Ratzinger, hat die Vermögenssteuern abgeschafft. Das ist doch unser bester und wichtigster Grundzeuge dafür, dass Vermögenssteuern ein richtiger Schaß sind. Ah, da schwimmst du natürlich, da tust du richtig schwer. Was ist da? Ah, der ruft mich an, scheiße. Hallo Ferdinand. Ach du, Moment mal. Ich kann den Blödsinn nicht mehr hören. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, wie der Bundeskanzler Sinowatz einmal gesagt hat. Es ist richtig. Also wir haben die Vermögenssteuer 1993 abgeschafft. Aber weil sie technisch ein Blödsinn war, weniger Frag und den fast nur von Unternehmern, denn alle Privaten, alle Reichen konnten völlig anonym ihr Geld veranlagen. Als Sparanlagen oder als Aktien oder was immer. Und dem Finanzminister wurde das nicht gemeldet.
So gut wie keiner hat für Steuern gezahlt. Also haben wir mit der ÖVP vereinbart, dass wir diese Steuer abschaffen, aber neue Formen der Vermögensbesteuerung einführen. Grundsteuer neu denken und die Erbschaftssteuer reformieren. Ja, und dann, Ferdi? Dann hat die ÖVP gemacht, was eine ÖVP hat zu machen. Nix? Darf die Versprechen geschissen? Ja, genau. Aber wer kann sich heute schon daran erinnern, wenn sich heute die ÖVP hinstellt und verkündet, dass Vermögensteuer blöde Idee sind. Das sieht man ja daran, dass Europa sie abgeschafft hat. Das ist in etwa so gescheit wie jemand, der gerade von der alten Wohnung in die neue umzieht, um zu sagen, schaut's her, der wäre gern obdachlos. Wir wollten eine schlechte Vermögensteuer durch eine bessere ersetzen. Aber jetzt gibt es leider keine WhatsApp-Nachrichten von damals, die das irgendwie aufklären könnten, oder? Nein, das hat es damals noch nicht gegeben, aber mein schwacher Trost ist, ich bin nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Die Frau Rast, der Verfassungsgerichtshof hat die Erbschaftssteuer ausgesetzt, mit dem Argument, dass die Einheitswerte, mit denen die Grundstücke festgelegt werden, komplett veraltet war. Der VfGH hat gesagt, repariert das, sonst ist die Steuer weg. Naja, und die ÖVP hat gesagt, wir tun, was wir am besten können. Nix. Ja, nix. Und so ist die Reparaturfrist verstrichen. Deshalb gibt es keine Erbschaftssteuer mehr. Im Übrigen, natürlich hat genau dieselbe ÖVP jahrelang verhindert, dass Einheitswerte angepasst werden und dass die Erbschaftssteuer vom VfGH kassiert wird. Und die ÖVP, die stellt sich heute hin und sagt, lauter Rote haben die Vermögens- und Erbschaftssteuer abgeschafft. Hey Ferdi, danke für den Anruf, danke für die Aufklärung. Ja, jetzt wisst ihr es, war doch alles ganz anders. Aber so gut wie alle vermögensbezogenen Steuern haben wir seither gekickt. Gewerbekapitalsteuer, Vermögensteuer, Wertpapiersteuer, Börsenumsatzsteuer, Erbschaftssteuer. Gekickt, 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 gekickt. In Sachen Vermögensteuern stehen wir im internationalen Vergleich so richtig grottig da und zahlreiche Organisationen weisen uns auch die ganze Zeit darauf hin, die sagen, hey Österreich, not cool, ihr solltet da was machen. Die Arbeit ist so hoch besteuert bei euch und Vermögen so gering, im internationalen Vergleich tut es da was. Ne? Jetzt würden viele denken, na gut, das ist halt der Chef der Caritas oder so, oder die UNICEF. Nein, 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 das sind so linksradikale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds, ja, irgendwo zwischen KPDSU und RAF, die Weltbank natürlich, ja, die Kommission der Europäischen Union, die OECD, also lauter Linksradikale. Wenn wir Vermögen so fair besteuern würden, wie das andere Industrienationen völlig selbstverständlich machen, dann würden wir im Jahr ungefähr 5 Milliarden Euro reinspielen. Und wenn wir dazu noch eine Erbschaftssteuer bauen würden, dann käme noch einmal 1 Milliarde Euro dazu. Das heißt, wir hätten 6 Milliarden Euro im Topf, die wir für Sachen verwenden können, die unser aller Leben ein bisschen besser machen. Und wisst ihr, was das Ärgste ist? Selbst mit diesen Steuern, Vermögens- und Erbschaftssteuern, würden die Reichen nicht ärmer. Die Schere würde nur weniger schnell aufgehen. Sie würde noch nicht wieder zugehen. Da müsste man viel radikaler besteuern, um das möglich zu machen. Was aber möglich wäre mit dieser Vermögens- und mit einer Erbschaftssteuer wäre, dass unser gemeinsamer Steuerkuchen ein bisschen gerechter ausbalanciert wäre. Weil momentan tragt die Staatskasse und damit den gesamten Sozialstaat ja vor allem einer, das seid ihr. Von 100 Steuereuros kommen 80 von euch. Weil ihr hakeln geht's oder weil ihr was einkaufen geht's. Man wird hier rauf und runter besteuert, keine Frage. Aber es kommen nur 3 von 100 Euros aus dem Vermögen und nur 6 aus den Konzerngewinnen. 80 von euch, 3 aus dem Vermögen. Und bei diesen Zahlen frage ich mich immer wieder, okay, jeden Morgen beim Aufstehen, euch kann ich sagen, das ist meine tägliche Morgenfrage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Leute da immer noch mitspielen? Warum stehen nicht alle mit Mistgabeln und Traktoren vorm Kanzleramt? Das gibt's ja nicht. Woran liegt das? Gut, dann schlage ich die Zeitung auf und denke mir, ah, stimmt. Stimmt ja. Wer das Geld hat, hat die Macht und wer das Geld hat, hat auch die Medien. Ein bisschen wissen wir es ja, aber wirklich herholen tun wir es uns selten. Aber habt ihr schon mal überlegt, dass sämtliche österreichische Tageszeitungen im Besitz von 12 sehr reichen Menschen sind oder Familien, der Raiffeisen und der katholischen Kirche? Also Medienvielfalt in Österreich ist, wenn die Zeitung Raiffeisen und der katholischen Kirche gehört. Ja? So schaut's aus. Ja? Das haben wir viel zu wenig am Schirm. Reinhold Mitterlehner
war ja mal Vizekanzler und der hat in einem Interview was, wie ich finde, extrem Tolles gesagt. Er sagt, bei mir wurden die Dicherns vorstellig, die besitzen Häute und Krone, und wollten sicherstellen, dass wir nicht in Sachen Vermögenssteuern Änderungen planen. Mhm. Die Frau Dichern, die war übrigens vor ein paar Monaten wieder in der Zeitung, weil sie in den WhatsApp-Chats von Thomas Schmidt aufgetaucht ist. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Es ist a gift that keeps on giving, diese WhatsApp-Chats. Hat sich herausgestellt, sie hat sich offensichtlich in der Bundesregierung von Sebastian Kurz sehr, sehr stark darauf verwendet, dass endlich die Steuer auf Stiftungserträge gesenkt wird. Dass es quasi weniger hoch besteuert wird, wenn ich aus einer Stiftung Geld auszahle. Das ist jetzt der Moment, wo ich aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen muss, dass Frau Dichern natürlich keinesfalls jemals irgendeinen Politiker getroffen hat, um irgendwie Einfluss zu nehmen. Also alles falsch, sie bestreitet alle diese Vorwürfe. Lasst mich aber doch eine letzte Zahl ergänzen. Frau Dichern hat natürlich eine Privatstiftung mit ihrer Familie. Das geschätzte Vermögen in dieser Privatstiftung liegt bei 500 Millionen Euro. Im Hintergrund werden also Deals gemacht und im Vordergrund wird Stimmung gegen Vermögens- und Erbschaftssteuern gemacht. Und das, obwohl Umfrage nach Umfrage nach Umfrage nach Umfrage zeigt, die Leute finden die Vermögensverteilung eigentlich verdammt ungerecht. Wenn du die Leute draußen fragst, sagen 7 von 10, na, taugt man nicht. Ich finde das ungerecht. Und wenn du sie fragst, was könnte man dagegen tun, dann sagen die Leute 8 von 10, nämlich, ich finde, die Politik wäre im Auftrag, diese Schere wieder zu schließen. Und in Wahrheit ist es ja sogar noch viel schlimmer. Selbst die paar Steuern, die wir noch haben für die wirklich reichen Menschen, selbst die zahlen es eigentlich nicht. Sie haben eine ganze Armada an Steuerberatern und Vermögensberatern, die dafür sorgen, dass sie Konstrukte finden, wo die Steuern aus leider, leider, leider ziemlich schwierigen rechtlichen, steuerrechtlichen Gründen überhaupt nicht wirksam werden. So schaut es ja da tatsächlich aus. Ein internationales Konsortium hat einmal recherchiert, was der effektive Steuersatz für jemanden ist wie Jeff Bezos. 0,5%. So viel Steuern zahlt er. 0,5%. So schaut es aus. Gut, aber es sind nicht nur die legalen Konstrukte. Wir wissen aus allen Recherchen, Panama Papers etc. etc., dass Superreiche eigentlich gar nicht so ein großes Problem damit haben, auch die legale Grenze zu überschreiten und einfach aktiv Steuern zu hinterziehen. Wenn es passend ist, warum nicht? Spart man sich wieder was. Und auch davon lesen wir in den Zeitungen, so groß die Enthüllungen auch sind, eigentlich gar nicht so viel. Das ist interessant, oder? Weil so Fund-in-Deep-Stories, die funktionieren ja normalerweise in den Zeitungen sehr gut. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir lesen andauernd vom Sozialbetrügern. Der Sozialleistungsbetrug ist ein Riesenproblem. Der ist so ein großes Problem, dass der Innenminister bereits vor 5 Jahren eine eigene Sonderkommission gegründet hat, um Sozialleistungsbetrüger zu erwischen. Ein ganzes Jahr sind die nur damit beschäftigt, irgendwelche Leute zu finden, die bei der Mindestsicherung uns alle miteinander um ein paar Euro stessen. Okay, die finden im Jahr ungefähr 18 bis 19 Millionen Euro Schadenssumme. 18 bis 19 Millionen Euro Schadenssumme. Es hört sich verdammt viel an, da muss man dringend was tun, das ist echt arg, oder? Setzen wir es wieder ins Verhältnis. Was glaubt ihr, wie viel Eigentums-, Fladerei-, also Einbruch- und Diebstahlsdelikte gibt es im Jahr? Wie hoch ist da die Schadenssumme? Was schätzt? Na, nicht Milliarden, 300 Millionen sind es. Also um 300 Millionen Euro wird im Jahr einbrochen in Österreich. Okay, aber jetzt die nächste Frage. Was glaubt ihr, wie hoch ist der Schaden, den alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also auch ihr, im Jahr haben, weil ihre Chefs und Chefinnen die Überstunden nicht auszahlen? Weil sie interessanterweise nicht als Überstunden gelten? Oder na, das schreibst du jetzt nicht auf, das schaut deppert aus in der Zeitaufzeichnung. Ja, ja, das machen wir dann schon irgendwie. Und so weiter und so weiter. Nur die nicht bezahlten Überstunden. Wie hoch ist die Schadenssumme? 1,4 Milliarden Euro. Ja, das sind nur die unbezahlten Überstunden. Das ist nicht, du bist im Kollektivvertrag falsch eingestuft oder überhaupt im falschen Kollektivvertrag, bist du mal in Urlaub gestessen worden oder sonst irgendwas. Das sind nur unbezahlte Überstunden. Aber die Sonderkommission Überstundenraub, die könnt ihr länger suchen im Innenministerium, die werdet ihr nicht finden. Eine Zahl habe ich noch für euch. Das sind die Überstunden. Aber ich habe euch vorher gesagt, viele, viele haben überhaupt kein Problem damit, aktiv Steuern zu hinterziehen, indem sie zum Beispiel die Gewinne ihrer Unternehmen im Ausland versteuern, wo viele niedrigere Steuersätze fällig werden. Tricks mit Steueroasen, Steuersümpfen etc. 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 Es gibt Schätzungen, die sagen, im Jahr liegt diese Steuerlücke, also Steuern, die eigentlich gezahlt werden müssten, die aber nicht gezahlt werden, weil man irgendwelche Tricks findet, bei einer Riesensumme. Ich gebe euch ein Verhältnis. Gehen wir davon aus, der Sozialleistungsbetrug, den ich euch gezeigt habe, diese 19 Millionen Euro, die sind so groß wie 1 Euro.
Habt ihr alle in euren Taschen 1 Euro. Ne? Das ist der Sozialleistungsbetrug. Das ist die Steuerhinterziehung. Das sind 15 Milliarden Euro. Das ist mehr, als die Republik für Bildung und Bundesheer zusammen ausgibt. Ja? Na gut, das ist dann normalerweise der Punkt. Immer wenn ich das vorbringe, kommt dann wieder irgendein Oberschlauer und sagt, na gut, okay, Steuern zahlen ist nicht so viel, aber der Staat macht ja auch nur Blödsinn damit. Sind wir froh, dass nicht Steuern zahlen? Ist doch viel besser. Ja? Die spenden dafür. Ist doch viel besser. Ja? Okay, Steuern nicht, aber die spenden andauernd und sie spenden urviel. Ja, ist ja richtig. Ist nicht falsch, ja. Spenden andauernd, spenden nur viel, aber sie entscheiden halt, wer oder was unterstützt wird. Wir haben da alle miteinander nicht mitzureden. Und es stimmt außerdem zahlenmäßig auch nicht. Auch da gibt es wieder schöne Studien dazu. Ist euch klar, dass Leute, die nur 11.000 Euro im Jahr verdienen, das sind jene, die so wenig verdienen, dass man nicht einmal eine Lohnsteuer abnehmen, weil wir sagen, du hast wirklich jeden Euro selber nötig, die geben 2% von dem Jahreseinkommen für wohltätige Zwecke aus. Die spenden 2%. Das sind Leute, die drehen jeden Euro dreimal um. Die haben keine Reserven, kein Erspartes. Die geben 2% von dem Jahreseinkommen. Und wenn du ins oberste Zehntel schaust, Menschen mit über 1 Million Jahreseinkommen, die geben 0,1% von dem Jahreseinkommen für wohltätige Zwecke. Also das Geschichtel, die Reichen spenden so viel, das stimmt einfach nicht. Gemessen an der Relation zum Einkommen spenden unten die Leute viel mehr, als oben die Leute spenden. Und wenn die Reichen doch spenden, so wie Heidi Horten, dann tun sie es ja schon immer mit einem klaren Hintergedanken. Zum Beispiel, sie geben Parteien die Kohle, die dafür sorgt, dass ihre Interessen durchgesetzt werden, nämlich dass sie möglichst keine Steuern zahlen. Das ist ein Investment, das sich offensichtlich in den letzten Jahren ziemlich rentiert hat. Aber das Interessante ist, Vorbereitung auf diesen Abend habe ich viel gelesen, das Interessante ist, das reicht ihnen immer noch nicht. Das reicht ihnen immer noch nicht. Sie haben jetzt neue Ideen. Sie wollen jetzt eigene Staaten für Reiche gründen. Das ist kein Witz, meine ich ganz ernst. Ein paar Meilen nördlich von San Francisco soll das entstehen. Das nennt sich California Forever. Beim Namen würde ich noch ein bisschen nachdenken, aber okay. Die Idee kursiert schon länger. Peter Thiel, den kennen manche vielleicht von euch, ist ein Tech-Milliardär, der sich Jungfrauenblut spritzen lässt, weil er sich fürchtet, dass er stirbt. Und übrigens der Arbeitgeber von Sebastian Kurz, der hat schon seit 15 Jahren diese Idee und versucht das mit einem eigenen Institut voranzutreiben. Seine Ursprungsidee war, Mini-Staaten im Ozean quasi aufzuschütten und dort dann zu sein. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt oder ist vielleicht auch irgendwie zu teuer. Jetzt ist eben die Idee, so eigene Staaten in Ländern zu machen, die schon existieren. Mit von der Partie, und das kannst du nicht mehr finden, ist der Enkel von Milton Friedman. Das ist ja ein Säulenheiliger der Neoliberalen und ein Wirtschaftsberater von so Menschenfreunden wie Maggie Thatcher und Ronald Reagan gewesen. Und der kommt ganz nach dem Ober, der sagt so Sachen wie, Demokratie ist nicht die Antwort. Da kann Peter Thiel nur zustimmen. Er hat letztens in einem Interview gesagt, also ich glaube nicht, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Na, so sind die drauf. So sind die drauf. Aber okay, nicht, dass ihr glaubt, dass ich denen neidig werde. Also ich möchte nicht auf einer Insel leben, wo Thiel, Mateschitz und Maggie Thatcher mal rumlaufen. Aber der Sinn der Sache hinter diesen Ministaaten ist ja im Wesentlichen nichts anderes, als dass sie das Geld, das wir alle miteinander arbeitsteilig erwirtschaftet haben, aus der Gesellschaft raussaugen, wieder schönes Geruch, das Hüftgold, und irgendwo bunkern, wo wir alle miteinander keinen demokratischen Zugriff mehr haben. Und zwar wirklich gar keinen mehr. Und das, finde ich, ist schon eine neue Qualität. Das ist was, das haben wir bisher nicht gesehen. Wir sind das ja schon gewohnt. Privatinseln und Privat-U-Boote für die Betuchten, okay. Freihandelszonen und Sonderwirtschaftszonen für große Konzerne, okay. Gelten auch keine demokratischen Spielregeln. Aber dass man jetzt wirklich sagt, na, wir sagen uns ganz los vom Pöbel, wir ziehen jetzt unser eigenes Ding durch in unseren eigenen kleinen Ministaaten, das, finde ich, ist doch eine neue Qualität. Und die Gefahr ist total real. Im November wird in Kalifornien darüber abgestimmt, in Solano County, ob man ein Stück Land an die Reichen abtritt, damit die da ihre kleine Minination machen können. Und es wird keine kleine Sache. Das soll 250 Quadratkilometer groß sein. Zum Vergleich, Wien hat ungefähr 400 Quadratkilometer. Das ist also nicht gerade winzig. Dieser junge Mann, Donald Trump, hat das sogar in seinem Wahlprogramm. Also wenn er US-Präsident wird, dann möchte er gern umsetzen, dass es 10 sogenannte Freedom Cities gibt. Freedom Cities soll es dann in den USA geben. Offensichtlich, wo die Reichen machen können, was sie wollen, aber sicher keine Steuern zahlen.
wenn das durchgeht, dann rutscht man schon langsam richtig endgültig ans Ende der Demokratie. Da kommen wir schon mal wirklich an die Wand. Und sind wir uns ehrlich, in Zeiten wie diesen, hallo Klimakrise, vom Ende der Demokratie zum Ende der Welt, ist es gar nicht so weit. Und es ist nicht so, als würden die Superreichen auch nur einen Cent von ihrem Vermögen dafür verwenden, die Klimakrise aufzuhalten oder alle gemeinsam darüber nachdenken, was sie mit diesem unfassbaren Reichtum an Technologien oder anderen Dingen herstellen könnten, damit wir das irgendwie gebacken kriegen mit der Klimakrise. Nein, das machen sie nicht. Sie verdienen viel zu gut daran. Das ist ja das Verrückte daran. Aber sie sind ja nicht blöd. Sie bereiten sich ja gewissenhaft darauf vor, was passiert, wenn nichts passiert. Mark Zuckerberg hier, den kennen wir alle als Meta- und Facebook-Chef, der hat eben gerade verkündet, er hat seinen eigenen kleinen Facebook-Bunker auf Hawaii fertiggestellt. Ja? Eigenes Wasser, eigene Energieversorgung, eigene Sauerstoffaufbereitungsanlage, das ganze Programm. 30 Schlafzimmer und Klos für seine 30 besten Facebook-Freunde oder so. Ich denke, es dürfen dann schon noch ein paar mehr mit. Es gibt ja auch eigene Möglichkeiten für Ackerbau und, man ist sich nicht so ganz sicher, vielleicht steigt das Wasser doch zu sehr, gibt es auch ein Dutzend Luxusbaumhäuser, ja, damit man dann oben drüber ist. Und wenn ihr mir jetzt sagt, Barbara, das sind doch irgendwelche Verrückten aus den USA, das ist doch wirklich weit, weit weg, die waren immer schon irre da drüben, kann ich euch sagen, steigt in Zug. Fahrt nach Kitzbühel. In den Kitzbüheler Alpen wartet auf euch ein Chaletdorf für die Bonzenprepper. Dort wird geworben mit Away from the Mainstream. In Zeiten großer Krisen braucht es auch Orte des Rückzugs. Für 15 Millionen Euro seid ihr ja voll dabei. Und ich denke, das ist der Moment, wo wir schon langsam die Frage stellen müssen, Moment einmal, wie verteilen wir Vermögen und damit Lebenschancen jetzt, aber auch in Zukunft? Das ist doch die entscheidende Frage. Nach unten hin haben wir alle miteinander ja längst eine Grenze definiert. Die stellen wir auch überhaupt nicht in Frage. Da haben uns alle miteinander demokratisch darauf verständigt, zu sagen, na klar, wir ziehen eine Grenze ein, unter die soll theoretisch niemand fallen. Wir nennen sie Armutsgrenze. Und damit es nicht alles nur negativ ist, das ist wirklich fantastisch. Unser gemeinsamer Sozialstaat, unser Steuerkuchen, unsere 80 Euro heben jedes Jahr 1 Million Menschen aus der Armut raus. Kann man echt stolz drauf sein. 1 Million Menschen heben wir gemeinsam aus der Armut raus. Sind noch zu viele drunter, aber die Grenze haben wir zumindest definiert. Und wenn ich aufs Klima schaue und wenn ich auf die Demokratie schaue, dann würde zumindest ich sagen, es gibt einfach auch eine Grenze nach oben, über die niemand steigen sollte. Nicht einmal Marlene Engelhorn, so gerne ich sie mag. Die gibt es einfach. Und die gute Nachricht ist, es gibt genügend Leute, die das eigentlich ganz ähnlich sehen. Ich habe vorher schon gesagt, 8 von 10 Leute sagen, Scheiße, so wie es läuft, das ist nicht gut. Vermögensverteilung ist nicht gerecht, da müssen wir was tun. Und die Politik wäre gefordert, diese Schere wieder zu schließen. 8 von 10 Leuten sagen aber auch, unser politisches System, das funktioniert nicht mehr. Und das wird jedes Jahr schlimmer. Wenn die Politik die Vermögensverhältnisse nicht in den Blick nimmt und daran arbeitet, wird das jedes Jahr schlimmer. Vor 5 Jahren waren es nur 3 von 10, die gesagt haben, unser politisches System funktioniert nicht. Und ich glaube, es gibt keine Prozentzahl, keine Maßzahl, wie viel Reichtum, wie viel Armut oder wie viel Misstrauen in die Politik eine Demokratie vertragen kann. Aber eins weiß ich ganz sicher, je stärker konzentriert das Vermögen ist, desto instabiler ist eine Demokratie. Louis Brandeis, ein US-Richter am obersten Gerichtshof in den USA, hat es vor 80 Jahren schon ganz glasklar benannt. Er hat gesagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir können Demokratie haben, oder wir können konzentrierten Reichtum in den Händen einiger weniger haben. Aber beides zusammen können wir nicht haben. Die Frage ist, wie werdet ihr euch entscheiden? Lebenschancen so verteilt, dass alle was davon haben? Oder Lebenschancen in den Händen einiger weniger ganz allein? Die haben ein Bett, seit kurzem ein großes 1,80 sogar. Ist nicht wahr. Und trotzdem liege ich drinnen, wie ich bin.
Hallo, und ich hab ein Eiche dicken, ganz kuschelig aus Kamel, Pflaum, Haar sogar. Und trotzdem tickt's mich zu, wie ich bin. Hallo, doch wer Mund das macht mit traurig, hört er täuscht sich ordentlich. Weil alles, was nicht nur für mich ist, ja, das ist nur für die Fisch. Das kommt mir nicht in den Sackel, da sind mit dem Mann und da. Was meins ist, das ist meins, und deins kann man gestohlen bleiben. Was ich hab, war gut in mir, aber dir Gott sicher nicht. Na, das ist mir zu blöd, das war gut im Internet. Und so wird sie mich hin, und so wird sie mich her. Ich bleib lieber allein, und da spar mir das Gescheher. Ich hab ein Eiche Bodewand aus Mineral, du sind Granit und dick sogar. Und trotzdem platsch ich drinnen, wie ich bin. Hallo. Ich hab ein Feuerholz-Sauna-Welt und ein Sauna-Duft-Öl-Arsenal sogar. Und trotzdem schwitz ich nackert, wie ich bin. Hallo. Doch wenn man das macht, betraurig, ja, dann täuscht sie ordentlich. Weil alles, was nicht nur für mich ist, ja, das ist nur für die Fisch. Das kommt mir nicht in den Sackel, da sind mit dem anderen da. Was meins ist meins, und eins kann man gestohlen bleiben. Was ich hab, war gut in mir, aber dir ganz sicher nicht. Na, das ist mir zu blöd, das war gut im Internet. Und so wird sie mich hin, und so wird sie mich her. Ich bleib lieber allein, und da spar mir das Gescheher. Für immer bleibt kein Mensch allein. Auf einmal wird aus einem zwei. Man hat's nicht wollen, hat gar nichts gemacht. Schon hat man sich wen angelacht. Verbringt seine Zeit nur mehr im Bohr, mag gar nichts mehr allein nicht da. Und ich hab ein Eiche hängen, Matten in meinem Garten, Hand geknüpft aus Ecuador. Und aus dem Hängen drinnen, wie ich bin. Hallo. Und ich hab ein Grünanlag verkromt, die Lammbratwürstel schmecken wunderbar. Und aus dem ist es Würstel, wie ich bin. Hallo. Ich glaub, ich bin ein Würstel, weil ich bin. Hallo. Doch wer Mord, das macht mich traurig, ja, nicht täuscht sie ordentlich. Weil alles, was nicht nur für mich ist, ja, das ist nur für die Fisch. Das kommt mir nicht in den Sackel, da sind mit dem anderen da. Was meins ist, das ist meins, und eins kann man gestohlen bleiben. Was ich hab, war gut in mir, aber dir ganz sicher nicht. Na, das ist mir zu blöd, das war gut im Internet. Und so wird sie mich hin, und so wird sie mich her. Ich bleib lieber allein, und da spar mir das. Yeah. Schöne Pause. Dankeschön. Mathe, Tee aus der Glasflaschen, umweltfreundlich zum Anwaschen. Trink im Flieger nach Thailand, später nur Bali und über Ostern Panama. Egoismus so viel wie geht, Hedonismus von früh bis spät. Sozial engagiert, das wird honoriert, wie das funktioniert, haben wir längst kapiert. Die Generation Y, das große Träume, Entscheidungsfaul. Das schreiben seit in der Zeitung, bald dann als Rockstar, ist mir das wurscht, die Bladl um Kinder schon, aber nur nicht bald. Wir werden sicher noch lang nicht alt. Vorhin mal haben wir dich gefragt, wann ist soweit, Mama?
hätt sie die längste Zeit schon gefreut. Ja, mei, so ein Enkel war halt schon was Schönes. Selbstentfaltung vor Selbsterhaltung, sie ist folgerichtig die Szene. Wichtig, ich zeig mich immer dabei, bis morgens halb drei, schlaf was dabei. Drum noch einen Mathe-Tee aus der Glosfloschen, zur Vernissage mit der Stufftaschen. Was ich da such, vielleicht gar den Lebenssinn, doch bis ich den find, ist im Mathe-Tee bissl a Wodka drin. Vielen Dank. Dankeschön. Die Gesangskapelle Hermann, meine Damen und Herren. Willkommen, willkommen zum zweiten Teil des Abends. Wir reden heute über Mythen und Märchen und über Reichtum. Oh, da sitzt man aber tief. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach einer guten, reichen Person. Es war nicht leicht, sie zu finden, aber wir haben sie gefunden. Herzlich willkommen, Marlene Engelhorn! Marlene, vielen Dank, dass du dir Zeit... Ja, es ist arg, gell, der Sessel. Es ist ein bisschen komisch. Mhm. Wir werden uns dran gewöhnen und einfach tun, als wäre es normal. Okay? Genau. Okay. Ich bin gar nicht aufgeregt. Marlene, lass mich mit meiner wichtigsten Frage. Mit diesen Sesseln kann man kein ernsthaftes Gespräch. Lass mich mit meiner wichtigsten Frage einsteigen für den heutigen Abend. Wo steht dein Weltuntergangsbunker und ist da noch Platz für mich? Den kann ich mir nicht mehr leisten. Wir gehen gemeinsam drauf und ganz ehrlich, in einer Welt, die untergegangen ist, wo dann nur übrig bleiben die Überreichen, da gehe ich lieber First Hit gleich unter. Ist okay. Weil, na, vielen Dank. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier andere Ansichten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber. Nein, ich möchte auch nicht auf die Insel mit Peter Thiel. Nein. Kein Interesse, danke, danke. Okay, Marlene, in Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich meinen Kindern erzählt, dass ich dich heute hier treffe. Und ich habe einen Sohn, der ist 11 Jahre alt, der stellt die richtigen Fragen, wie ich finde. Darum habe ich sie dir gleich mitgebracht. Der hat nämlich eine Frage gestellt, wo ich mir denke, das interessiert wahrscheinlich die meisten Leute hier im Raum. Und ich habe das noch in keinem Interview mit dir gelesen. Also offensichtlich hat diese Frage, zumindest nicht publiziert, schon mal jemand gestellt. Die Frage von ihm lautete, wie fühlt sich das eigentlich an, so reich zu sein? Ah ja. Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin reich geboren. Für mich ist Reichsein das absolut Normalste auf der Welt. Und irgendwie bildet man sich ein, wenn man so reich ist wie ich, man ist ja gar nicht reich, weil auch im reichsten Prozent vergleicht man sich nach oben und es gibt immer irgendeinen anderen Milliardär oder so. Und es gibt ja nur eine Person, für die das möglich ist, zu sagen, ich bin halt die reichste Person, die kann sich quasi nicht reicher, ärmer vergleichen oder so. Insofern, der Schmäh hört nicht auf. Aber ja, ich kann's, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Menschen mir tatsächlich eine andere Frage dann stellen, so ob ich denn nicht weiß, dass es nicht gescheit ist, wenn man ein Millionenvermögen hat, das einen entlasten kann. Und ich denke mir, welche Entlastung? Für mich ist ja keine Entlastung, ein Millionenvermögen zu erben, weil ich habe ja schon alles. Und alles, was ich brauche, der gesamte Bedarf, der ist gedeckt. Das ist nie eine Frage von, kann ich mir irgendwas leisten? Nee, nee, sondern will ich. Wie möchte ich denn das, was an Vermögen zur Verfügung steht, so einsetzen, dass ich meinen Einfluss geltend machen kann? Fürs gute Gewissen, also spend mal ein bisschen was, was so 0,1% haben wir jetzt gelernt. Mhm. Oder aber ich investiere, sprich ich sorge dafür, dass euer Arbeitseinkommen in meinem Vermögen landet. Sowas. Danke für die Offenheit. Aber du hast dich ja ganz anders entschieden, Marlene. Du hast dich ja ganz anders entschieden. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich in der Zeitung gelesen haben. Vor 2-3 Wochen bist du an die Öffentlichkeit gegangen. Angekündigt hattest du es schon länger. Jetzt ist es wirklich Realität. Du hast gesagt, mein Erbe werde ich fast zur Gänze verschenken. Das werde ich einfach so machen. Also lass mich die zweite Frage stellen, die ich so noch nicht gelesen habe. Was in deinem Leben als reiche Erbin ist schiefgelaufen? Wurde mir tatsächlich einmal gestellt auf einer Bühne, so, was ist mit Ihnen eigentlich falsch gerannt?
keine Ahnung, es ist nicht so normal, würde ich mal einfach behaupten. Und ich weiß, ich haue jetzt alle in einen Topf und dann ärgern sich wieder die 3,5 anderen guten Reichen oder so. Aber Demokratie, das ist, wir wissen, ein Fremdwort, besonders bei jenen, die gewohnt sind, Macht zu haben und dafür keine Rechenschaft ablegen zu müssen, kein Mandat zu haben, keine Transparenzpflicht und ein bisschen machen zu können, was man will. Und ich finde Demokratie aber voll super. Ich bin gar nicht so allein, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gibt deutlich mehr, als man meinen möchte, Vermögende, die Demokratie wichtig finden und die gern Steuern zahlen würden. Die gehen nur nicht in die Öffentlichkeit, was ich mega schade finde. Weil das wird helfen, glaube ich, weil man hört mir eher zu. Ich darf auf jeder Bühne sitzen, obwohl ich nicht mal einen Uni-Abschluss habe und über alles reden. Ich glaube, bei mir ist eigentlich was richtig gelaufen, weil ich durch die Beziehungen, die ich habe, durch die Menschen, die sich geduldig mit mir auseinandergesetzt haben, habe ich viel Blödsinn schon gesagt, off-camera. Manches auch on-camera, ja, aber das meiste off, Gott sei Dank. Und soweit ich weiß. Und die Leute, die Geduld haben, mit mir ins Gespräch zu gehen, sagen, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Oder meine Lieblingsanekdote, die ich in letzter Zeit gerne bringe, wahrscheinlich, weil ich generell gerade mit AnwältInnen in verschiedenen Gesprächen bin, zum Beispiel Treuhandvertrag und so aufsetzen für den guten Rat, weil ich habe einer meiner ältesten Kindheitsfreunde, der hat mich mal gefragt, dann waren wir, was weiß ich, Anfang 20 oder so, er braucht einen Rechtsbestand oder so, es geht um irgendwas mit der Miete, weiß der Kuckuck, und ich schaue ihn halt an und denke mir, was will er von mir? Frag doch deinen Familienanwalt. Und er schaut mich an und ist so, was ist ein Familienanwalt? Und ich habe nicht verstanden, was er meint, und er hat nicht verstanden, was ich meine, und wir schauen und sagen so, hä, was ist hier los? Bis ich drauf komme, ja, so Familienanwalt oder mehrere, die hat man halt irgendwie nicht. Also ich schon. Das ist normal, oder? Ist nicht normal? Und das geht so weit, also ist diese... Ist der zu Weihnachten auch da? Bitte? Ist der zu Weihnachten dann auch da? Genau, das ist... Gott sei Dank nicht, aber... Schon ein lieber Kerl natürlich, keine Ahnung, ob der das jetzt sieht. Hallo. Ach so, upsi. Man weiß ja nicht, ne? Aber der Witz ist wirklich, die Finanzberatung, man erbt nicht nur, also die allermeisten Vermögenden erben nicht einfach nur irgendein Cashvermögen, sondern Unternehmensanteile und eure Häuser und so Sachen. Und oder es hat gesessen. man erbt die gesamte Finanzberatung dazu. Und Finanz und jede Art von Rechtsberatung, die erbt man dazu. Das sind dann, die werden auch mit den Eltern älter und das ist dann auch immer ganz lustig. Generationenfragen von was einem so wichtig ist und so. Und Schilling umrechnen müssen und solche Sachen. und die sind halt immer dabei, weil die so enge Beziehungen haben, weil die machen etwas, was für Vermögende hochwichtig ist. Und das ist das Vermögen beschützen vor so Sachen wie der Steuer. Steuer, das ist für Leute, die sich nicht wehren können. Und die beschützen das Vermögen. Also uns. Ja, genau. Ich wollte es nicht nochmal draufhauen. Und die sind dafür da, das anzulegen und die können das, weil nur wenn man reich geboren ist, ist man kein Finanzkapazunder. Ich habe nicht das beste Mathegehirn der Welt, nur weil ich reich geboren bin. Bin sehr dankbar, wenn eine andere Person das kann. Und die sind halt da bei unseren Hochzeiten und bei unseren Geburtstagen und bei den Beerdigungen und so. Das sind enge Kontakte. Und ich dachte als Kind immer, dass der Familienanwalt mein Onkel ist. Das sind zwei sehr lange Männer und die schauen sich wahnsinnig ähnlich und dann stehen die irgendwann nebeneinander. Und ich denke mir, was ist jetzt? Mir geht's nicht gut. Also ich habe es nicht verstanden. Da war ich vielleicht 11 oder so. Keine Ahnung, aber ich war echt geschockt. Aber so eng sind diese Beziehungen zu Menschen, die de facto Einfluss, besonders im Rechtsbereich, ausüben können. Das muss ja eigentlich interessant sein, weil die haben ja ein kapitales Interesse daran, dass du sie weiterhin brauchst. Ich meine, das ist ihr Job, oder? Also ja. Eine reiche Person wie du, die sagt, danke, mein Geld brauche ich nicht mehr, kann ja nicht in ihrem Interesse liegen. Weil das ist ja eigentlich existenzbedrohend. Sie brauchen ja reiche Leute, die sie vor der Steuer beschützen können. Das heißt, wie gehen, wenn die so enge Beziehungen auch mit eurer Familie haben, wie gehen die mit deiner Idee hier um? Wie haben die auf das reagiert? Weil die wären alle arbeitslos. Ja, witzig genug, ein Steuerrechtler hat mir mal gesagt, in Wahrheit ist es ihm ja egal, ob es jetzt eine Erbschaftssteuer gibt oder nicht, weil er verdient ja trotzdem. Also er muss auch für die Erbschaftssteuer die Beratung machen und das dann quasi einplanen in die Vermögensverwaltung. Also für ihn ist es ein bisschen Jacke wie Hose. Fand ich schon mal cool, dass er das ehrlich sagt. Aber ganz grundsätzlich gibt es eine unglaubliche Beratungsbranche, die sich quasi da andockt an das Vermögen der Überreichen und die wahnsinnig gut kassieren dafür, dass sie das Geld verstecken vor der Steuer.
Also allein so Family Office, Schattenbankenwesen. Und dann geht es dann wirklich in so Richtungen, wo, da gab es ein Buch dazu, Wealth Hoarders, also VermögenshorterInnen. Und die, ja, das sind wahrscheinlich nur die Typen, deswegen. Aber da war der Untertitel, wie MilliardärInnen Millionen dafür zahlen, Trillionen zu verstecken. Ja. Und das ist halt, das ist deren Branche, also das ist ein richtig großes Interesse und in aller Regel sind die FinanzanwältInnen, diese super Kapazunder, die kommen aus den super Elite-Unis, die muss man sich halt zahlen können. Das heißt, die sind selber in der Regel auch wahnsinnig reich, die kassieren unwahrscheinliche Honorare. Das ist also auch in deren persönlichen quasi Geizinteresse, dass es keine Besteuerung von Vermögen gibt. Spannend fand ich eine ZDF-Doku, die vor ein paar Wochen erschienen ist. Marlene, ich glaube, du hast sie auch gesehen. Da gab es ZDF-Recherchen von Julia Friedrichs. Die hat sich angesehen, wie funktioniert die Welt der Superreichen. Und es ist ja, wenn man nicht gerade Marlene Engelhorn kennt, eigentlich sehr schwierig, überhaupt mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Vor allem on camera macht das kaum jemand. Das ist ja tatsächlich besonders schwer. Und die waren auf einer Art Konferenz, wo es darum ging, dass all diese Armada von Vermögensberatern, Steuerberatern etc. quasi die neuesten Infos quasi bekommt. Das ist eine Konferenz, wo es darum geht, dass die Leute wieder lernen, aha, was hat sich da gesetzlich getan. Und eine der Vortragenden war die Finanzbeamtin, die im Finanzministerium für Vermögensbesteuerung zuständig ist. Mhm. Schaut sich die Doku an, ist urarg. Die steht dann auf dieser Konferenz und sagt dann, ich habe gehört, es gibt eine Änderung. Oh je, aber keine Sorge, haben Sie keine schlaflosen Nächte? Ich habe Ihnen alles zusammengefasst, hier das Handout, damit Sie das wieder umschiffen können. Also meine Frage ist, Marlene, hast du auch wahrgenommen in deiner Erfahrung oder in deinem Leben, wie eng die Verknüpfung ist, nicht nur an quasi privat bezahlten Leuten, die Vermögen schützen, sondern die Verknüpfung in Richtung staatliche Strukturen und Institutionen? Zunächst einmal, is it a thing? Ja, also it is a thing. Ich habe es jetzt persönlich nicht wahrgenommen, aber es ist auf jeden Fall so. Und es, also wir hatten es vorher einfach dieses krasse Beispiel mit der Heidi Horten, das war ja ein Parteispendenabo von, was waren es, 49.900 Euro monatlich, damit das Knab am Rechnungshof immer vorbeischrammt, damit es auch ja keiner weiß. Das macht man nicht, ohne dass dabei was entgegenkommt. Also man bekommt in der Regel bei einer größeren Parteispende, das ist jetzt nicht mehr ganz so möglich wie früher, man macht dann Parteien auf Vereine und so, oder man kennt sich privat. Aber die Kids gehen alle in dieselben Privat- und Elite-Schulen und Unis und so. Also das ist ja echt nicht schwer, einander zu finden, wenn man es will. Oder man wird Rotarier oder so. Und dann ist es in der Regel so, man bekommt quasi das Telefonbuch, also wen man wann wofür anrufen kann und man kann immer anrufen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, die auf jeden Fall da ist. Das ist mir ganz wichtig, die Doku heißt Das Milliardenspiel und ich würde wirklich empfehlen, die zu gucken, weil das ist aber nicht am Abend, weil da kriegt man Albträume. So. Irgendwann, wenn man etwas zu leicht gegessen hat und man möchte sich richtig voll fühlen, so schwer verdaulich, dann ist gut. Na gut, das heißt, es gibt diese Vernetzung von staatlichen und privaten Strukturen, um sehr reiche Menschen, wie du eine bist, zu beschützen. Mhm. Gleichzeitig hast du das für dich ganz anders entschieden, bewegst dich aber nach wie vor, das muss ja so sein, weil du bist hineingeboren worden, in vermögenden Kreisen. Wie läuft am Weihnachtsabend? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bestimmt, der Weihnachtsabend ist ein vermögender Kreis. Das ist voll fein, ich habe meine Familie voll gerne. Also, die sind auch voll lieb und die unterstützen mich auch in dem, was ich tue. Ich bin in unterschiedlichen Bereichen unterwegs und die allermeisten Bereiche, in denen ich unterwegs bin, das ist schon eine Blase auch. Da bin ich umgeben von Leuten, die finden Besteuerung von Vermögen super. Da könnten wir uns quasi dann streiten, wie radikal wir dabei sein wollen. Aber grundsätzlich gibt es einen Grundtenor, also der Verein Taxminau, den ich mitgegründet habe zum Beispiel. Das sind ein Haufen reicher Menschen mit unterschiedlichen Vermögenshöhen und Hintergründen und Altern und weiß der Kuckuck. Und die sind sich ziemlich einig, wir müssen was machen. Und da arbeite ich eben mit in der Öffentlichkeit. Aber ich habe auch andere, besonders eher also in der Tendenz Jüngere, aber das kann auch einfach sein, weil das meine Altersklasse ist. Also, aber mein Eindruck ist schon, jüngere Vermögende, die sind offener und interessierter. Was es wirklich nicht so gibt, ist den Wunsch, da öffentlich transparent sich zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Das ist eher selten, das finde ich ein bisschen schade. Aber was mir halt auch begegnet, ist in der Regel, wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne sitzen darf mal wieder und mit irgendeinem anderen reichen Menschen mich streiten muss, dann sitzen da die zwei Leute, die wirklich am wenigsten zu sagen haben zur Vermögensbesteuerung, außer ob sie es leiwand finden oder nicht, und beflegeln sich und man lernt in Wahrheit nicht sehr viel, außer wen findet man ein bisschen sympathischer. Und da erlebe ich argen Gegenwind, nur
wie gesagt, ist nicht repräsentativ und ich sehe schon, es gibt einige überreiche Leute, die würden schon ihre Steuern zahlen, wenn man sie einführt, die machen nicht mobil dafür unbedingt, aber die werden schon so, ja okay, muss man halt dann, ne, das machen wir. Und es gab jetzt eine Umfrage von den Patriotic Millionaires, das ist ein, ist auch so ein Reich, ist auch so eine Elite, oder ist auch so ein reichen Club, die sich für Steuern einsetzen, mit denen war ich in Davos. Und die haben eine Umfrage gestartet. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwer mitbekommen hat. Wurde überhaupt nicht aufgegriffen, die Presseaussendung leider. Und das war eine Umfrage in den G20-Ländern. Da wurden die Top 5% befragt. Also G20 sind die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Genau, vielen Dank. Und die reichsten 5% wurden befragt. Ich glaube 2300 Menschen. Und da haben 3/4 gesagt, sie würden auf jeden Fall Steuern auf Vermögen zahlen. Und über die Hälfte sagt, ja, sie sehen auch, dass Vermögen und Demokratie ein krasses Konfliktpotenzial hat. Also die Vermögenskonzentration und Demokratie. Also auch da, es gibt wirklich sehr, sehr viele. Was wirklich eher fehlt, ist politischer Wille und die Lobby der Überreichen. Das ist halt das, was wirklich hardcore ist. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Ich glaube, die würden mich mit dem Arsch nicht anschauen, aber ich die wahrscheinlich auch nicht. Also, weißt du, ne? Aber da, die zum Beispiel der Verband die Familienunternehmer, die sich brüsten, das ist eine der erfolgreichsten Lobby-Coups, die sie jemals gemacht haben. Ich glaube, das ZDF hat das auf Band oder so, also man kann das nachrecherchieren. Der Cheflobbyist, der sich damit brüstet, dass er quasi diese Erbschaftssteuerreform 2016 in Deutschland, die haben wenigstens eine Erbschaftssteuer, oder? Dass er da mit dran geschrieben hat. Und da kommt jetzt meine lieblingskrasse Ausnahme dort. So Sachen vor wie, wenn man 26 Millionen Euro, also ein Unternehmen im Wert von mindestens 26 Millionen Euro erbt und diese Übertragung geht auf ein Kind oder eine Stiftung, dann gilt das in aller Regel als zahlungsunfähig. Deswegen kann man Bedürftigkeit anmelden. Oh. Ja, und dann bekommt man einen Steuererlass. Deshalb sind in Deutschland tausende minderjährige Besitzer von Unternehmen. Genau, und das ist das Ergebnis von Lobbyarbeit, die quasi wirklich einfach mitmischen in der und die Gesetze schreiben, also gerade Finanzgesetze, weil FinanzjuristInnen, das sind eben Leute aus meiner Klasse in aller Regel, die schreiben die, dann werden die durchs Parlament gepeitscht und deswegen haben wir ein dereguliertes Finanzwesen. Mhm. Das ist aber was, da haben wir heute Abend schon ein wenig drüber gesprochen. Es ist gar nicht so einfach, diese Sache quasi für sich präsent zu halten. Ich finde nämlich eine ganz wesentliche Sache hier ist ja auch, dass wir so ein bisschen lernen oder damit aufwachsen, so ein bisschen internalisieren wir das alle miteinander, dass jemand, der sehr reich ist, der sehr vermögend ist, irgendwie das erstens verdient haben muss, anders hält man das psychisch ja gar nicht aus, und zweitens haben wir einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Person dann auch. Du hast vorher gerade gesagt, du darfst, obwohl du nicht einmal einen Studienabschluss hast, kein Akademiker-Shaming bitte hier, obwohl du nicht einmal einen Studienabschluss hast, kannst du hier sitzen, kannst reden, wirst auf Podien eingeladen, darfst über Vermögensbesteuerung reden, obwohl du keine Steuerexpertin bist. Deine einzige Qualifikation ist, du bist sehr reich. Mhm. Und damit hast du eine Sprecherposition in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich finde, ähnlich ist das für andere sehr reiche Personen, die in irgendeiner Weise kommentieren dürfen, was auch immer. Aber ich finde, selbst ich bin nicht gefeit vor dieser sozusagen ganz grundlegenden Annahme, dass reiche Menschen irgendwie zu respektieren sind, weil sie irgendwie besser sind. Ich habe mir das gedacht, Marlene, das ist meine Lieblingsgeschichte, als du mir mal erzählt hast, du stehst bei irgendeiner reichen Konferenz und irgendein Schnösel quatscht dich an und ist so besonders stolz auf, ja, meine Familie geht zurück bis ins Jahr 1638. Und jetzt ist mir die Geschichte und ich denke mir, naja, das ist halt so bei den Reichen, die haben halt einen Stammbaum. Und bin so, ich spüre so in mir drin, so ein bisschen bin ich neidisch, aber auch ein bisschen beeindruckt. Ne? So. Und dann sagst du, jede Familie geht zurück bis 1638. So funktioniert der Schaß. Und ich immer dachte, fuck ja, sicher, sie hat ja total recht. Also meine Frage ist, wie könnten wir auflösen, dieses Beeindrucktsein mit altem Geld oder auch neuem Geld oder überhaupt Geld? Wie kriegen wir das hin? Weil das halte ich für einen wesentlichen Hebel, um über Vermögen ganz normal sprechen zu können. Ja, puh, also ich glaube, das Erste ist halt wirklich, dass dieses Sichtbarwerden, dass das, also dass reiche Menschen wie ich, wir sind auch nur irgendwelche Pappnasen, die das eine gut und das andere nicht so gut können. Und wie man das hinkriegt, ist halt schwierig, weil du kannst sie nicht in die Öffentlichkeit zwingen. Also ich finde, ein bisschen Transparenzpflicht könnte man schon haben, aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, es ist nichts super an Superreichen. Ja, das ist, wenn man das übersetzt, ist das Überreichtum, das ist einfach zu viel. Wir brauchen für fast alles irgendwen, der es macht, weil wir es immer zahlen können. Das heißt, wir müssen nicht sehr viel können, wenn wir nicht wollen. Also, es gibt schon welche, die können bestimmt irgendwas. Aber
Ja, also keine Ahnung, geboren werden zum Beispiel ist meine Leistung. Meine Mutter hat das nicht geerbt, gell? Ich habe das gekriegt. Ja, die Großmutter hat brav die Person, die wirklich daran gearbeitet hat, dass ich auf diese Welt komme, übersprungen. Und einfach zu verstehen, nicht nur, wir sind irgendwelche ganz normalen Menschen als reiche Menschen, sondern wir sind ohne Berechtigung in diesen Machtpositionen. Ich kann nur bitten, glaubt nicht, dass wir euch irgendwas richten werden, dass wir euch irgendwas retten werden, dass wir irgendwas hinkriegen. Wir können nichts besser, abgesehen von den regulären Unterschieden, was man halt so kann und nicht kann. Aber ja, das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, dass das Lächerliche am Reichtum, der Kaiser ist nackt. Ja, ich glaube, das irgendwie rauszukehren, das, glaube ich, hilft. Und die Absurditäten, die es gibt, in reichen Kreisen erzählen, wie seltsam da getickt wird, welche Selbstverständlichkeiten da kursieren, wo man sich dann denkt, das will ich gar nicht bewundern, das kann ich gar nicht bewundern. Etwas, was mir jetzt spontan einfällt, es gibt eine Person in Deutschland, die verdiente Geld, die heißt Frau Paus. Es gibt einige mit dem Nachnamen Paus, aber es gibt eine, die heißt Frau Paus und deren Beruf ist, sie richtet Familiencharters ein oder Familiencharters ein, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, für Familienunternehmen. Und das ist eine Art Vertrag, innerfamiliärer Vertrag, den alle, die in dieser Familie sind, unterzeichnen, wenn sie 18 sind und die Unterschrift endlich was wert ist. Und da ist genau festgelegt, was man darf, was man nicht darf, unter welchen Bedingungen einem der Geldhahn vielleicht zugedreht wird, wie man umzugehen hat, wie man sich zu präsentieren hat. Das ist je nachdem, wie die Familie so drauf ist, je nachdem, wie neurotisch wir alle sind, ist das ein längeres oder ein kürzeres Dokument. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Dann habe ich GesellschafterInnen aus Deutschland kennengelernt. Und dann erzählt mir eine Person das. Dann erzählt eine andere Person, Moment, war das die Frau Paus? Und ich so, ja, genau. Und die dritte, das habe ich auch. Solche Sachen. Und ich glaube, das hilft einfach, diese Absurditäten zu erzählen. Die kriegen ihr Familienleben nicht gebacken, wenn es kein Vertrag ist. Ja? Mein Familienleben gebacken kriegen ist immer schwierig, aber alter Schwede. Oder so Sachen wie, das treffen sich mehr für eine GesellschafterInnenversammlung, also wenn es ums Unternehmensvermögen geht, als für einen Geburtstag. Und einfach das sichtbar zu machen, was Reichtum oder dieser Exzess an Reichtum mit Menschen anrichtet. Ich glaube, da eine Sichtbarkeit zu schaffen, ist mega hilfreich. Und das, was ich halt machen kann, ist versuchen, so gut wie möglich Geschichten, die ich da mitbekomme, anonymisiert mehr oder weniger, die Frau Paus habe ich jetzt verraten, weiter zu erzählen, um dem Ganzen ein bisschen die Fassade runterzureißen. Oder was ich dir immer gerne erzähle, ich dachte schon, du willst das mir jetzt quasi wieder mal vorhalten. Ich bin kein so Zahlengenie. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie man einen Erlagschein gescheit ausfüllt. Bin immer brav zu meiner Bankberaterin gegangen. Ich war so, ist das jetzt richtig? Und sie war so, naja, machen wir nochmal, Marlene. Und als ich das erste Mal das selber konnte, ich war so mega stolz. Aber allein einfach so ganz normale Pappnasen. Manche Menschen sind nicht anders, sie sind nur reich geboren. Und diese Unterschiede auszugleichen durch politische Veränderungen und dafür zu sorgen, dass sie nicht dazu führen, dass irgendwelche Leute in die Machtposition reingeboren werden, das ist halt wichtig. Ich hoffe, dass es ist nicht so ganz die befriedigendste Antwort, finde ich. Du hast uns ein paar Pappnasen-Stories erzählt, da bin ich schon dankbar. Marlene, du hast für dich entschieden, du gehst einen radikalen anderen Weg. Wir haben schon darüber gesprochen, du wirst den Großteil deines Erbes verschenken und du entscheidest nicht selber darüber, was du da genau mit dem Geld anstellst, sondern du hast einen repräsentativen Bürger- und Bürgerinnenrat quasi, oder bist gerade dabei, ihn zusammenstellen zu lassen, muss man auch sagen, das machst nicht du, das macht der wer anderer. Und sobald die... Ohne Witz, ja. Also es gibt ein ganzes Team und das Projektleitungs-Mastermind sitzt in diesem Zimmer. Vielen Dank an der Stelle, Alexandra. Wir werden Sie jetzt nicht outen, weil sonst werden noch einige versuchen, in diesen Bürgerrat zu kommen. Also, okay, also es gibt diesen Bürgerinnenrat, der wird noch in diesem Quartal seine Arbeit quasi aufnehmen. Da sind Sie gerade dabei, das auszuwählen. Erzähl ein bisschen von diesem Projekt. Du bist zwar nicht engstens involviert, weil dein Part ist abgeschlossen, du hast es finanziert. Aber wie können wir uns das hier vorstellen, die nicht Teil dieses Bürgerinnenrats sind? Was sollen die genau tun? Wie läuft das? Genau, also... Erst einmal, um einen repräsentativen Bürgerinnenrat zusammenzustellen, wo dann diese Arbeit aufgenommen werden kann
und die Daten zu bekommen, muss man quasi dem Innenministerium beweisen. Das hat das Foresight-Institut gemacht. Ich kriege immer die Lorbeeren dafür, das, was die anderen machen. Und das Foresight-Institut hat dem Innenministerium erklären müssen, dass es ein öffentliches Interesse daran gibt, die Verteilungsfrage zu bearbeiten. Sonst hätte es keinen Zugang gegeben zum, also Zugang nicht, aber eine Datenprobe aus dem zentralen Melderegister. Und das hat das, wir waren also, kriegen wir nie. Ja, nie im Leben sagt das Innenministerium, ja super, Verteilungsbürgerinnenrat machen wir. Dann haben wir es gekriegt und waren so, oha, na gut, jetzt müssen wir es halt wirklich machen, oder? Und so beginnt es schon mal und dann geht es im Prinzip darum, dieser Bürgerinnenrat soll sich mit der Frage von, wie ist Vermögen verteilt, Entschuldigung, ein Husten will da raus. Danke. Ich glaube, die Person hat den Ton leise gemacht, deswegen habe ich Danke gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Egal. Die Menschen, die da gezogen werden, das ist eine Zufallsstichprobe, die bekommen, können sich zurückmelden, kriegen so eine Umfrage, dass wir repräsentativ 50 Leute daraus holen können, wieder wir, sprich Foresight, und die besprechen die Verteilungsfrage von Vermögen und was machen wir damit? Weil das ist ungleich, es ist unstrittig, aber ist es ungerecht? Da gibt es manche, die sagen ja und andere eher nein, und das haben wir eher vorher gesehen, also 70% durch alle Klassen in Österreich sagen, die Verteilung ist ungerecht. Und die Verteilungsfrage also zu diskutieren und zu verstehen, wo das überall hineinwirkt. Was hat das zu tun mit Gendergerechtigkeit? Was hat das zu tun mit Klimagerechtigkeit? Was hat das zu tun mit sozialer Gerechtigkeit? Wo wirkt überall diese Verteilung von Ressourcen, von Vermögen? Und dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Also Ideen zu entwickeln, wie man als Gesellschaft damit umgehen kann, das ist die Hauptaufgabe. Und damit das nicht eine Diskussion ist, die im luftleeren Raum verbleibt, weil ich bin ja keine Regierung und kein Ministerium, ich kann kein Gesetz erlassen, ich kann keine Volksbefragung durchführen, wenn mir quasi eine Empfehlung vom Bürgerinnenrat zurückkommt, bin ich so, cool. Ja? Und deswegen dachte ich mir, es ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, wie auf demokratische, partizipative, inklusive Art und Weise und transparent ein absoluter Löwenanteil meines Vermögens rückverteilt wird, sprich die dürfen dann die Ideen, die sie haben, auch konkret umsetzen. Weil nichts schlimmer, als wenn man zur demokratischen Partizipation einlädt und dann wird man ignoriert, Stichwort Klimarat. Die sensationelle Arbeit geleistet haben und die Regierung war so, ja, ist nicht, ne. Ja, 93 Ideen, aber das ist so, das ist, was die machen. Nur Schublade auf, Plan rein, Schublade zu. Das war es beim Klimarat zumindest. Ganz genau. Mhm. Okay, das heißt, der Bürgerrat tagt, entwickelt Ideen und kann es konkret auch sagen, wem sie das Geld geben wollen, richtig? Genau. Die, am Ende müssen die das Ergebnis auch öffentlich präsentieren, also die dürfen nicht irgendwie was heimlich ausmachen. Und ich weiß nicht, was passieren wird. Das kann man nicht vorher wissen, das ist eine Blackbox. Die dürfen das eigenständig entscheiden. Die werden begleitet durch Moderation und durch ExpertInnen aus Wissenschaft, aber auch Erfahrungsexpertise, die ihnen erklären werden, welche Zusammenhänge es gibt, Fragen beantworten und so weiter und so fort. Und dann am Ende gibt es irgendein ein Dokument, wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, oder Rückverteilungsplan, vielleicht so ein Excel-Sheet, so ein größeres, ich weiß es nicht. Und das geht dann an TreuhänderInnen. Und die TreuhänderInnen, die sind quasi, die müssen dafür sorgen, dass diese 25 Millionen sicher sind vor mir. Und die gehen dann damit zur Bank und sagen so, ja, und das so überweisen wir jetzt. Vielleicht ist es auch was ganz was anderes. I don't know, aber genau. Wir werden sehen. Mega okay, aufgeregt. Okay, was ist, wenn jetzt diese 50 Leute, ich spekuliere jetzt viel. Sagen wir, ja. die tagen, die diskutieren. Da ist ein besonders geschickter Diskutant dabei und dann kommt der Bürgerinnenrat und sagt, so, wir spenden 5 Millionen Euro an die FPÖ. Also zunächst einmal, das, soweit ich mich erinnere, wir haben jetzt ein Parteienspendengesetz, also das ist schon mal nicht so einfach. Okay, bei deiner Verein irgendwas. Genau. Nein, also wir haben... Schluck. Boah, na, also Worst-Case-Szenario. Also, ja, das ist wirklich nur 5 von 25, du bist gut. Mhm. Wenn sie auf so eine Idee kommen, egal, aber es geht nicht. Also es gibt ein paar Leitplanken, ein bisschen Dinge, wo ich sage, das müsste doch selbstverständlich sein, aber vielleicht ist es doch gut, wenn man es aufschreibt, oder? Ein bisschen wie bei der Verfassung, müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass wir so gleichberechtigt sind und Demokratie und so. Aber es ist ganz gut, dass wir haben, das Dokument. Hilft manchmal auch beim ORF, irgendwie die Demokratie wieder reinzubringen. Genau, auf jeden Fall, die absoluten Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, sind, es darf nicht demokratiefeindlich sein, es darf nicht verfassungswidrig sein, es darf keine Gewalt in irgendeiner Form oder Gefahr für das Leben damit finanziert werden. Und das ist breit gefasst, weil es geht nicht nur um Menschen, sondern ganze Umwelt, Tiere, alles, was dazu gehört. Es dürfen keine Parteien gegründet oder finanziert werden mit dem Geld, nur weil man es plötzlich da hat. Wir wissen, wie das endet, Klammer auf, ja, sie hat von Frank Stronach gerade gesprochen und ist nicht gesagt, Klammer zu. Es läuft halt, so läuft es halt nicht. Ja?
Und was auch nicht geht, ist irgendwie eine Zuwiderhand, also auch nicht profitorientiertes Wirtschaften oder so, das geht auch nicht. Die müssen sich selber um ihre Profite kümmern. Und weil der Bürgerinnenrat wirklich die Aufgabe hat, das ist die Kernaufgabe, auch wenn die Schlagzeilen sich auf die 25 Millionen gestürzt haben, die Verteilungsfrage zu debattieren und daraus Ideen zu entwickeln für Rückverteilung, kann nicht das Ergebnis sein, ich stecke es mir halt ein. Das geht auch nicht. Ja? Aber genau, das sind die einzigen Leitplanken und ansonsten, glaube ich, ist es das Sinnvollste überhaupt, eine repräsentative Gruppe für die Bevölkerung in Österreich, die Österreich herstellt, oder? Und damit meine ich alle, also ab 16 ist das Mindestalter für die, die mit teilnehmen dürfen, aber nicht Staatsbürgerinnenschaft, ist wurscht. Leute, die hier wohnen, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen, die dürfen da rein. Und wenn die entscheiden, dann ist das 1000-mal besser, als wenn das nur auf meinem Mist wächst, weil ich habe ja gar keine Ahnung, was ich alles nicht weiß. Und 50 Leute, das ist deutlich mehr Wissen in einem Raum. Und was passiert, wenn die total zum Streiten anfangen und sich einfach nicht einigen können? Ist das Mehrheitsprinzip da gültig oder wie ist das Basisdemokratie? Genau, also grundsätzlich, wenn es wirklich kein Ergebnis gibt, dann geht es an mich zurück und muss mir was Neues einfallen lassen. Ah, dann hast du die Arbeit wieder. Alter Schwede. Aber es wird nicht, Mehrheitsprinzipien werden nicht angewandt, also nach dem Motto 26 Leute können 24 da aufdrücken, was sie cool finden, sondern es gibt zwei Methoden, die Moderation hat mir das erklärt, aber zur Not nachschauen oder bei den FAQs von guterrat.info oder so, nicht, dass ich da was verballhorn. Die Methoden heißen einerseits Konsent, da ist ein T am Ende, und systemisches Konsensieren. Und in beiden Fällen geht es darum zu schauen, Einwände zu sammeln, die wieder reinzuholen ins Plenum, so wie viele Einwände sind vielleicht zulässig, wie kann man Menschen, die Widerstände spüren, wenn Vorschläge gemacht werden, abholt, das vielleicht wieder abbaut, vielleicht ist es ein Missverständnis. Man kann nicht einfach ein Veto reinhauen und quasi immer querschießen, sondern man versucht wirklich, das ist die Idee, dass all diese Leute gemeinsam erarbeiten, etwas, was sie alle mittragen können und wo sie auch die Möglichkeit hatten, sich einzubringen, ihre ganz spezifischen Lebenserfahrungen mit auf den Tisch zu bringen. Das ist die Idee und ich bin absolut zuversichtlich, dass die das hinkriegen. Es hört sich absolut anstrengend an. Uranstrengend, mega anstrengend. Also nichts ist so anstrengend wie sich wirklich Mühe geben umeinander, statt einfach mal durchzudrücken. Das weiß ich, weil ich reich bin und ich lerne das jetzt so ein bisschen, wie das so ist. Wenn man sich's nicht zurecht bezahlen kann, sondern darauf hoffen muss, dass andere es gut machen. Aber das ist halt das Ding bei der Demokratie. Wir kriegen nicht alle das genau, was wir wollen. Es ist mega mühsam, aber es ist halt die verdammte Mühe auch wert und definitiv besser, als wir hängen uns ans Gängelband von irgendwelchen Rich Kids, die da denken, sie sind auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Das geht auch nicht. Marlene, du hast den Rat ja nicht zuletzt auch deshalb initiiert, weil dir das Thema Vermögensgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit ein echtes Herzensanliegen ist. Und deine Idee war, soweit ich das weiß, ja ein Stück weit auch mit diesem Projekt das Thema in der Öffentlichkeit naja, zumindest präsent zu halten, weil wenn du sowas gründest, dann berichtet bis zur New York Times jeder darüber, dass da diese verrückte Reiche ihr Geld verschenkt mit einem demokratischen Bürgerinnenrat. Also das ist ja schon mal, das hat international für Schlagzeilen. Hast du gerade demokratisch gesagt? Naja. Ja, ist auch, ja, demokratisch, ist total demokratisch. Okay, meine Frage an dich ist, viele Leute, mit denen ich das diskutiere, sagen, naja, eh okay, dass diese Marlene für diese Vermögenssteuern ist, von mir aus, aber in Wirklichkeit ist das doch ein Blödsinn, weil der Staat macht doch mit diesem Geld nur Scheiße. Es wäre doch gar nicht gut, wenn der Staat noch mehr Geld hat. Was antwortest du denen? Wäre tatsächlich interessant, wenn der Bürgerinnenrat sagt, wir überweisen das jetzt einfach der Republik. Ich glaube, grundsätzlich ist das möglich. Wenn ich mich nicht irre, hat das Finanzamt so ein Konto für sowas. In Deutschland gibt es das immer, das Schuldentilgungskonto heißt das in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich gibt, aber ich glaube, sowas gibt es. Ich glaube, wahnsinnig wichtig ist, Einnahme und Ausgabe mal ein bisschen voneinander zu trennen. Ja? Man kann nicht groß Schindluder treiben, wenn man eh nichts reinholt. Und man kann schon groß Schindluder trotzdem treiben mit dem, was man zur Verfügung hat. Da gibt es alles Mögliche, was gleichzeitig möglich ist. Es gibt keinen Grund, ein staatliches Ausgeben künstlich klein zu finanzieren, indem man es nicht da holt, wo es da ist, nämlich beim Vermögen. Das ist mal das eine. Und mal ganz grundsätzlich fände ich auch interessant die Gegenüberstellung. Ist es so viel besser, wenn das Vermögen konzentriert bleibt bei irgendwelchen reichen Menschen, die keine Rechenschaftspflicht haben, ja, kein Mandat, keine Transparenzpflicht, die damit machen können, was sie wollen. Und das Ergebnis ist, wir leben jetzt schon in der privaten Gemeinwohlvision der Überreichen. Man nennt das Ding Polykrise, die Welt geht unter. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist, nur 2% aller philanthropisch, also so gönnerhaft, ja, ausgegebenen Gelder, eine Zahl von 2022, wurden in die Bekämpfung der Klimakrise gesteckt.
so viel zur Prioritätenliste der Überreichen. Das Geld, um die Welt durchzufinanzieren und diese Probleme anzugehen, die wir haben, das ist schon da. Es wird halt nicht verwendet, weil man muss stattdessen irgendwie seine Yachtensammlung vervollständigen oder so. Irgendein Boot hat man noch nicht gekauft, weil das hat ein anderer reicher Mensch. Und das ist, der ist gerade noch nicht so ein bisschen ärmer als ich, oder? Solche, also es ist absurd. Also es ist ja nicht automatisch besser, dass diese Vermögen nicht demokratisch verwaltet werden und nicht transparent gemacht werden und man nicht auf die Finger hauen kann. Mit dem Grund, warum wir uns so ärgern über den Staat, ist, weil wir wissen, was der für Unfug treibt. Da können wir wenigstens drauf gucken. Wir wissen Gott nicht alles, aber doch einiges. Bei Vermögenden haben wir überhaupt kein Durchgriffsrecht mehr. Das ist eigentlich das viel Schlimmere und viel Gefährlichere. Mir ist lieber, es ist im Staat und ich muss mich ordentlich demokratisch aufregen, damit sich was tut, als ich bin absolut im Dunkeln und muss einfach erleben, was entschieden wird, obwohl es mich betrifft, wo ich keine Chance habe, mitzuentscheiden. Du sprichst die Demokratie an und die Frage, was bedeutet Vermögenskonzentration für eine Demokratie? Holen wir uns nochmal die Zahlen für Österreich. Ja? Allein in Wien, 6 von 10 Arbeitern dürfen nicht mehr wählen. Sie sind keine österreichischen Staatsbürger. 6 von 10 Arbeitern dürfen nicht wählen. Das ist doch eine interessante Zahl. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Leute, die weniger Einkommen haben, viel weniger oft wählen gehen, selbst wenn sie dürften. Also selbst wenn sie die Staatsbürgerschaft haben, während oben die meisten, allermeisten Menschen wählen gehen. Meine Frage an dich ist, Marlene, ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht ist es auch eine falsche Wahrnehmung. Meine Idee wäre, ganz oben, da bewegen wir uns ja immer noch entlang des Einkommens, ich meine jetzt aber ganz oben, die können sich doch wirklich aus der Demokratie quasi ausklinken. Also wenn ich am Multimillionärin bin oder sogar Milliardärin, dann ist mir doch scheißegal, wie lange ich auf einen Facharzttermin warte. Ich besitze eine Klinik. Mir ist auch wurscht, ob der Zug pünktlich ist oder nicht, weil ich habe meinen Helikopter oder mein Privatjet. Mir ist auch völlig egal, in welchem Zustand die Straßen sind, weil die verwende ich sowieso nicht. Also meine Frage an dich ist, wie kriegen wir hin, dass sich so richtig reiche Menschen überhaupt für demokratische Prozesse interessieren? Die sind doch in einem ganz anderen Universum zu Hause. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe das auch immer wieder mal gesagt, das überreiche Prozent, das ist die gefährlichste Parallelgesellschaft, die wir haben am schlechtesten integriert, weil überhaupt kein Interesse da ist. Das ist auch die einzige Art von, also Steuerflüchtlinge, die lieben wir in Österreich. Das ist eine einzige Art von Migrationspolitik, wo wir mal die Arme aufmachen. Und die dürfen sich die Staatsbürgerschaft ja dann auch kaufen. Das ist gar nicht ist, teuer. Ist gar nicht, na? Mhm. Nee. Also es ist tatsächlich ein Problem. Und es ist ein strukturelles Problem und das liegt daran, wie die Verteilungsdynamik dafür sorgt, dass dieser Überreichtum so hart konzentriert ist und da gehört eben dazu, dass nichts besteuert wird. Und diese Parallelgesellschaft, die hat, wie gesagt, die hat ihr privates Nebensystem, was Gesundheit angeht, was Bildung auch angeht. Also, ganz genau. Mobilität, alles, was du angesprochen hast. Und was dort nicht verstanden wird, abgesehen jetzt so von der Kindergartenweisheit, dass irgendwie Teilen voll super ist, ist, dass es Zusammenhänge gibt. Wie soll ich mit meinem Flugzeug irgendwo landen, mit meinem Privatjet, wenn es keine öffentliche Flughafeninfrastruktur gibt, mit Tower und so weiter? Und wer zahlt das? Ja? Wie soll ich mein privates Klinikum mit Ärzten vollstopfen und mit PflegerInnen, Ärztinnen und PflegerInnen, wenn die nicht ausgebildet werden können? Weil wo kommen die Fachkräfte denn her? Die fallen ja auch nicht vom Himmel. Und die kommen nicht alle aus der Privatklinik, Privatuni oder so, ja? Die kommen von öffentlichen Schulen. Was ist mit der Grundlagenforschung? Meine super Hightech-Innovation, mit der ich jetzt mir einbilde, die Welt noch ein bisschen digitaler zu machen, wo kommt das wieder her? Ist die Grundlagenforschung. Also alles, was das überreiche Prozent braucht und nutzt, ist gekoppelt an die Gesellschaft der 99%, die arbeiten geht und Steuern zahlt drauf und die das Ganze sich zusammenrichtet, oder? Das heißt, also da wird das geleugnet, dieser Zusammenhang schon mal. Mega gefährlich und ich glaube wirklich, dass Besteuerung eine Resozialisierungsmaßnahme ist für Überreiche. Das hat dieser US-Richter auch mal gesagt, von dem ich heute schon berichtet habe, der Brandeis. Der hat mal gesagt, ich zahle gerne Steuern, ich kaufe mir dafür Zivilisation. Ja, also was man erlebt, ist wirklich eine Art Geldadel, das hast du auch gesagt. Wir haben quasi die Adelstitel abgeschaffen, aber alles andere halt nicht. Und dieses feudale Verständnis oder diese Idee von, ich sage das immer ganz hart, weil mir wichtig ist, dass das wirklich auf den Punkt gebracht wird, diese Dynastien, ja, also ich komme auch aus einer Dynastie, weil Vermögen quasi in der Familie gebündelt ist und weitergegeben wird innerhalb der Familie an der Steuer vorbei. Weil man sie ja nicht zahlen muss und dann macht man es nicht. Das nennt man in meinen Kreisen Steueroptimierung. Und das ist ja nichts anderes als die Fantasie von genetischer Vorherrschaft. Die meinen, sind die viel Bessersten.
Und deswegen sollen sie das haben und halten und da soll sich niemand anderes einmischen. Dass das Vermögen zum Beispiel auch in meiner Familie nicht möglich gewesen wäre, ohne die Leute, die in den Fabriken am Fließband stehen, ohne den ForscherInnen, also mein Vermögen kommt aus dem dem Verkauf des Pharmakonzerns Böhringer Mannheim. Und um den überhaupt, um sich da einkaufen zu können, hat der irgendwas Engelhorn, der Friedrich BASF gegründet und dann auch verkauft. Und von dem Verkauf konnte er sich da einkaufen. Aber er hat im Chefsessel gesagt, was er gut konnte, war die richtigen Leute, die was können, zusammenhauen und die unter Verträge zu nehmen, sodass er quasi dann immer abschöpft, was die da zusammenarbeiten. Aber das war es circa. Und da werden diese Zusammenhänge, wo kommt es eigentlich her, das Vermögen? Nämlich aus der Gesellschaft, aus dem Gemeinsamen, was wir gemeinsam herstellen. Also ich sage jetzt wir, was frech ist, weil noch gehöre ich nicht zu den 99. Du machst dir nichts, ne? Ja, ist Nutznießerin. Ich habe ein Klimaticket, ich zahle das gern. So. Aber genau, also diese Zusammenhänge werden halt hart geleugnet und gleichzeitig ist es aber auch dieses Selbstverständnis von, was ich will, das muss geschehen. Also das ist halt quasi Gesetz und dann zahle ich es mir zurecht. Und ich kann ja de facto Realitäten schaffen, wenn ich große Vermögen ausgebe. Unabhängig davon, dass ich wiederum kein Mandat habe und ich darf Entscheidungen treffen, die alle möglichen Leute betreffen. Berliner, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Wenn alles gut geht, ja, wenn alles gut geht, dann ist dir im September endlich der soziale Abstieg gelungen. Dann bist du, ich würde sagen, es ist nicht mehr großzügig, sag mal, du bist eine von uns, sicher, immer noch wohlhabend, aber nicht mehr superreich. So. Du wirst dann, höre ich, dann sogar arbeiten gehen, um dein Leben zu finanzieren. Für Geld arbeiten gehen. Für Geld arbeiten, also du verkaufst deine Arbeitskraft, etwas, das neu sein wird für dich. Mit Blick auf dieses Leben, mich interessiert das total. Worauf genau freust du dich? Ich betrachte das, weil bei mir ist ja einiges schiefgelaufen, wie wir wissen, ein bisschen anders. Für mich ist das der Aufstieg in die 99 demokratischen Prozent. Oh. Und zwar, ich meine das ganz ernst. Wie kann man so gut sein? Es ist ja unerträglich. Aber es ist halt wahr. Also es ist halt wahr. Und ich will raus aus dieser feudalen Reichensuppe, die nicht verstanden hat, wie Teilen funktioniert. Und mir liegt Solidarität am Herzen und mir liegt es am Herzen, dass ich wirklich in meinem Leben ausdrücken kann, de facto so gut wie es geht, weil du hast etwas erwähnt, was wahnsinnig wichtig ist. Ich habe nach wie vor ein wahnsinnig privilegiertes Sicherheitsnetz, von dem können Menschen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, nur träumen, weil ich in einer vermögenden Familie geboren bin. Meine Idee wäre es eigentlich, wäre cool, wenn wir das alle haben können und wir könnten es uns schon richten, weil das Geld wäre ja da, man muss es halt holen und so. Also ich bin nach wie vor in einer Art und Weise privilegiert durch meine Kontakte und meine Familie und so. Das kann ich nicht komplett wettmachen. Aber ich möchte eine von vielen sein, weil ich glaube, das ist der urdemokratische Gedanke und ich halte das für eine Entlastung. Ich brauche mir nicht einbilden, dass ich die Macht halten muss und dass meine Entscheidungen die wichtigsten sind, sondern ich bin in einer Demokratie. Ganz viele Leute denken mit, können Dinge wissen und erfahren und einbringen. Da komme ich im Leben nicht drauf. Und wenn ich mal ausfall, ist auch okay und ich bin ein bisschen austauschbar und das ist in Ordnung. Und eine Stimme pro Nase, das finde ich fair und ich will es auch fair haben. Ich will dazugehören zu denen, die es fair haben. Nicht, dass es so fair läuft mit den 99%, weil unser System verdammt unfair ist. Ja, ich will es nicht schönreden, ich will nicht behaupten, dass es so einfach wäre. Aber ich freue mich drauf, ich halte das für meinen Aufstieg in die demokratischen 99% und ich will endlich Steuern zahlen, in einer Art und Weise, wie ich mich nicht mehr wehren kann dagegen. Oh. Danke, Marlene. Heute Abend haben wir eine richtige Tour de Force gemacht durch die Welt der Märchen und Mythen rund um Reichtum und Vermögen. Ihr seid mit ganz vielen Fakten ausgerüstet worden, auch mit ein paar Pappnasengeschichten und Argumenten fürs Herz. Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr. Und das sage ich nicht in meiner Rolle als Momentum-Institut-Chefin, das sage ich in meiner Rolle als Staatsbürgerin dieses Landes. Irgendwann in diesem Jahr wird es eine Entscheidung zu treffen geben. Und ich wünsche mir sehr von euch, dass ihr die Verantwortung, die ihr habt, und dieses Privileg weise nutzt.
Heute Abend schmeißt uns raus die Gesangskapelle Hermann mit einem letzten Song. Draußen warten auf euch ein Merch-Tisch, wo ihr Tassen, CDs und andere Kleinigkeiten erstehen könnt von diesen wunderbaren Herren, die so gut singen können. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend da wart. Vielen herzlichen Dank. Singen Sie! Wir haben uns vorher die Erlaubnis eingeholt, die zwei Damen verdecken zu dürfen für die kurze Zeit des Singens. Du, 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 du. Du Leistungsträger, du, du, Leistungsträger, du, du, Leistungsträger, du, 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 du. Herr Ober, bitte zahlen, es ist doch schon halb zehn. Ich sollte doch jetzt schleunigst zu mir nach Hause gehen. Verstehen's mir nicht falsch, es wäre am Stammtisch noch nett. Doch der Vermensch wie ich nicht heute zu spät ins Bett. Der Schlaf vor Mitternacht, das weiß doch jeder Mann. Der heute uns alle gesund, damit man hackeln kann. Drum leg dich nieder, lass die Fäulab deine Akkus auf. Der Wecker, der ist früh gestellt und reißt uns als bald raus. Wir sind alle Leistungsträger, schauen's uns an, wie der bloß. Schauen aus Wirtschaftsbarometer, rasten uns nur selten aus. Wir sind alle früh aufsteher, 9 to 5 ist was ich mach. Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Leistungsträger, du, du, Leistungsträger, du, du, Leistungsträger, du, 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 du. Noch ein Schnapsel geht aufs Haus, da sagt man doch nicht nein. Ein Sturm aus dieser Absteig darf man bloß kein Schiss aussehen. Mit Anstand und Moral schleich ich dann auf den Abort. Durchs Fenster pass ich durch, meine Herren, ich bin jetzt fort. Am Weg zur Straßenbahn, da umschweift mich ein Odeur. Beim Wirstelstern ums Eck passiert mir das Malheur. Ich stell mich hin und lass mich voll noch eine Düsen auf. Du schmeckst schon herrlich, meine Schö. Ich sauf dich alles bald aus. Wir sind alle Leistungsträger, schauen's uns an, bitte bloß. Schauen aus Wirtschaftsbarometer, rast du uns nur selten aus. Wir sind alle früh aufsteher, 9 to 5 ist was ich mag. Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Leistungsträger, du, du, Leistungsträger, Leistungsträger, du, 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 du. Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Ja, an dieser Stelle dürfen Sie sich alle fragen, wo Ihre Leistung war. Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Ja, wo war sie? Oh, wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Ja, wo war sie? Oh, wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Wo war meine Leistung? Ja, wo war sie? Wir sind alle Leistungsträger, schauen's uns an, bitte Applaus. Schauen aufs Wirtschaftsbarometer, rasten uns nur selten aus. Ja, wir sind alle Frühaufsteher, 9 to 5 ist, was ich mag. Wer braucht denn überhaupt noch einen Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Also ich schon. Die Gesangskapelle Hermann, meine Damen und Herren, Marlene Engelhorn. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Bravo!
Bravo. Einmal gemeinsam verbeugen. Ja. Komm her. Dankeschön. Vielen Dank. Einmal noch? Okay. Ja. Danke. Jetzt können wir gehen, Marlene. Ja.